Das sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, wieso nehmen Muslime den Christentum nicht an? Weil die Christen selber über die irrelevantesten Themen für die Bekehrung sprechen. Das ist zum Beispiel die Gottheit Christi. Das ist erstmal nicht wichtig. Das Wichtige ist zu verstehen, was die Botschaft ist. Das ist das Wichtige. Hallo? Hört Man man hört dich, mich? ja. Man hört dich. Hörst du mich, Belgra? Man hört Ja, ich dich. habe gerade Anruf bekommen. Das Wichtige ist, die Botschaft zu verstehen, worum es geht. Was steckt dahinter? Was haben uns beide Glauben vermittelt? Ergibt das überhaupt Sinn, dass nach Jesus Christus, nach der vollbrachten Endung des Neuen Testaments, ein weiterer Glaube kommt, der behauptet, zu uns zu gehören? Nein. So, Leute, weiter tippen auf dem Bildschirm. Ich war kurz raus. Deswegen, Muslime, schick gerne eine Anfrage. Schick gerne eine Anfrage. An Ich die habe einen Christen. Anruf bekommen. Ich auch. An die Christen, bitte, schick keine Anfrage, weil wir möchten hier wirklich mit Andersgläubigen sprechen. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sch uns schreiben, Geschwistern schreiben oder sonstigen. Aber nicht jetzt. Sorry. Ihr könnt einfach eine Anfrage schicken und wir reden über die Kernbotschaft beider Lehren. Die Kernbotschaft ist vom Islam, dass Mohammed der letzte Rasulullah ist. Und die Kernbotschaft des Christentums ist auch, beinhaltet, dass Mohammed kein Prophet ist in Bezug auf den Islam. Bedeutet, schließen wir Mohammed als Propheten aus, ist das Christentum in dem Kontext die Wahrheit. Schließen wir Mohammed nicht als Propheten aus, beziehungsweise es wird bewiesen, dass er ein Prophet ist, dann ist der Islam richtig. Deswegen könnt ihr uns beweisen, dass Mohammed ein Prophet ist. Könnt ihr uns beweisen, dass Mohammed ein Prophet ist? Na, natürlich geht er selber live bei seinen, ja, nee, unter seinen Maßstäben. Sehr, sehr schade. Könnt ihr uns beweisen, dass Mohammed ein Prophet Gottes ist? Wir haben hier auch den lieben Urban, der ist mein Hodja, wie gesagt. Und der hat sehr, sehr viele schöne Quellen, aber auf die müssen wir nicht mal direkt eingehen. Zu denen kommt es erst, wenn ihr biblisch bzw. allgemein beweisen könnt, dass er von Gott gesandt wurde. Und dann kommen wir erst zu diesen Hadithen. Beweis mir, dass Christus Gott ist. Was ist für dich ein Beweis, Essat? Weil wir es dir aus der Bibel zeigen, nimmst du das Christentum an? Ich glaube nicht, oder? Ich kann dir aber zig Stellen aus der Bibel nennen. Das ist das geringste Problem. Das ist absolut das geringste Problem. Kannst du erklären, warum die Levitikus-Gesetze nicht mehr gelten? In dem Sinne sind sie nicht abrogiert, sondern erfüllt. Sie sind im alten Bund. Verwirfst du die Gnade Christi bis zum Gesetz Mose und musst dich als Israelit dran erhalten? Erster Punkt. Der zweite Punkt. Diese Gesetze wurden nicht an die damaligen Heiden gegeben. Die waren ja alle damals Heiden, die nicht Juden, sondern an die Juden. Bedeutet, das hat nichts mit uns zu tun, das Gesetz Mose direkt. Esad, was ist für dich ein Beweis, ein Bibelvers, ein Koranvers? Was willst du von mir haben? Altes Testament gibt schreckliche Verse. Ja, dann hat ein Allah schreckliche Verse herabgesandt. Was kann ich dafür? Sure 5, Vers 68, Sure 7, Vers 157. Du musst daran glauben, was in der Tora steht. Und du musst dem sogar befolgen. Das bedeutet, dein Gott hat schreckliche Verse herabgesandt. Dein Gott hat schreckliche Verse herabgesandt. Laut dir, nicht laut mir. Nicht so richtig, weil Muslime glauben, dass die Schriften verfälscht wurden, aber der Koran sagt das nicht. Der Koran sagt, glaubt daran. Ist egal, was die Muslime sagen, es geht darum, Achtung, was die Schrift sagt. Nicht, was Menschen sagen, sondern was Gott sagt, beziehungsweise die Schrift. Und dort steht, glaubt daran, was herabgesandt worden ist. Und was herabgesandt worden ist, ist die Tora.
Dementsprechend müsst ihr daran glauben. Ihr müsst nicht mal so weit gehen. Die Frage stellt sich überhaupt, kann Mohammed ein Prophet sein, laut den abrahamitischen Religionen? Kann er es überhaupt sein? Kann er überhaupt ein Prophet sein? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Kann er es? Erfüllt er die Bedingungen? Muslime, ihr könnt wirklich gerne eine Anfrage schicken. Ich habe nicht eine einzige Anfrage. Nicht eine einzige. Von einem Muslim. Ihr könnt wirklich sehr, sehr gerne hochkommen. Mohammed ist kein Prophet, Jesus ist Gott. Beweist uns das Gegenteil. Oder ich gehe runter, sonst wirst du keine Anfrage haben wahrscheinlich. Alles gut, Bruder. Gottes Segen, du kannst Ich wieder komme hochkommen. hoch, wenn's. Na, ich komme, du weißt, wann ich hochkomme. Ja. Hi, Freunde. Hallo? Hallo? Bist du ein Mann? Nein. Wieso hast du so ein Profilbild? Bist das du, oder? Das ist nicht mein Account. Ach so. Ja, bitteschön. Also, erstmal, wie geht es dir? Ist irrelevant. Was willst du? Okay. Also, ich dachte, wenn man irgendwo hingeht, dann fragt man erstmal, wie es dir geht. Hier nicht. Nee. Bitte, was willst du? Oh, gut, dann bin ich falsch hier. Genau, aus. So, Leute, like den Stream. Wir führen hier kein Smalltalk oder sonstiges, weil das ist Zeitverschwendung. Da kann ich keine Ahnung wohin gehen und Smalltalk führen. Hier wird kein Smalltalk geführt. Muslime kommt hoch und wir reden sachlich. Ganz einfach. Hier wird kein Smalltalk geführt oder sonstiges. Es ist scheißegal, wie es mir geht. Es geht mir schlecht. Ich beweise, dass Mohammed kein Prophet ist. Es geht mir gut. Ich beweise das Gleiche. Es ist komplett egal, wie es mir geht. Ich streame gerade und wir reden darüber sachlich. Wenn es mir schlecht geht, beleidige ich nicht. Wenn es mir gut geht, beleidige ich nicht. Ändert nichts am Sachverhalt, irrelevant für das Thema. Muslime, schick gerne eine Anfrage. Schick gerne eine Anfrage. Ja, kommt dann hoch und wir reden. Kommt dann hoch und wir reden. Komm doch hoch, Esat. Komm doch hoch und wir reden. Ganz einfach. Ganz einfach. Leute, like den Stream, macht erstmal die 40k voll. Like den Stream. Und dann die Leute, ich glaube, ihr braucht mindestens 200 Abonnenten, damit ihr hochkommen könnt. Und nicht mit einem Abonnent könnt ihr nicht hochkommen. Deswegen an die Muslime, ihr könnt sehr, sehr gerne hochkommen. Könnt sehr, sehr gerne hochkommen. Was bist du für ein Christ? Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das bezieht sich auf die Werke, weil du mich gerade verurteilst aufgrund meiner Aussagen, aber ich habe niemanden beleidigt oder persönlich angegriffen. Ich sage nur, dass das irrelevant für die Thematik ist, wie es mir geht. Hallo, also, du Hallo. sagst also, Hallo. Jesus ist Gott, hä? Ja. Eine Frage an dich. Kann Gott kacken? Weil in der Nein. Bibel steht, Jesus hat gekackt. Wo steht das? Das steht in der Bibel. Zeig mal. Kann ich dir später sagen, aber jetzt, Zeig mal. Nein, ja, nein. willst du? Sasuke, zeig mal, wo Jesus hat gekackt. Nein, nein. Du hast das gerade gesagt. Bitte beweis deine Das Aussage. steht da, das Zeig heißt. mal in der Bibel, wo Okay, Jesus das das zeigt. gemacht hat. Okay, Bitte. das zeigt, dass du dich nicht mit der Du Bibel bist groß. beschäftigt hast. Wenn Hier, du das nein, nein. sagen Du. willst, dann. Du bist groß. Nein, nein, Sasuke, du bist jetzt groß. Du hast gesagt, was Jesus getan hat laut der Das Bibel. macht ihn Bitte. menschlich. Ach so, Hörst du? menschlich? Okay, Das sehr macht ihn gut. menschlich. Das heißt, er ist Okay, kein Gott. Zweitens Sasuke, muss ich hallo. sagen. Bleib bei einem Punkt. Nein, nein, bleib bei einem Punkt. Es ist menschlich, richtig? Bitte entstumm dich. Es ist menschlich. Okay, hat Isa gesündigt laut Islam? Beantworte die Frage. Wir gehen auf dieses Thema. Komm. Entstumm dich, hat Isa gesündigt laut dem Islam? Entstumm dich. Sasuke, hat Isa gesündigt laut Islam? Wir gehen jetzt auf die menschliche Schiene, komm. Wir gehen aber ganz tief rein in die Thematik. Entstumm dich. Er ist geflüchtet. Leute, wir können gerne über dieses Thema reden. Kommt hoch und wir reden über dieses Thema. Mal gucken, wer sich hier blamiert. Wieso flüchtet er? Wieso flüchten sie alle? Wieso flüchten sie alle? Wieso flüchten sie alle?
Kein Grund, hier emotional zu werden. Kein Grund, hier emotional zu werden. Wieso flüchten Sie? Wieso flüchten Sie? Leute, like den Stream, alle auf dem Bildschirm tippen. Wenn ihr hier eine Aussage tätigt, die nicht klar ist, dann bitte belegt sie mit Quellen. Eine Aussage, die klar ist, dass Jesus glaubt mir Gott ist und Mohammed glaubt mir kein Prophet, das musst du mir nicht belegen. Du musst mir das Gegenteil belegen. Aber Aussagen, die nicht klar sind, woran Christen per se nicht glauben, musst du beweisen, genau wie ich, wenn ich etwas aus dem Koran oder Hadithen zeige. So, die Christen, die da auch unten auf den Chat gehen, in den Chat auf den Sack gehen, auch stumm. So. Absoluter Wahnsinn. An die Christen, die hier Vorurteile oder sonstiges haben, einfach rausgehen, okay? Einfach rausgehen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, ganz einfach. Wenn ihr ein Problem habt mit meiner Arbeit, habt ihr ein Problem mit Gott. Weil Gott verlangt, dass wir die Finsternis aufdecken. Hallo? Hallo, ja, hallo. Bist du Christ? Lies mal vor, was da steht. Ah, keine Ahnung, was da steht. Ich habe gerade, sehe gerade nicht. Kannst du Deutsch? Hä? Kannst du Deutsch lesen? Ja. Also lies mal vor, was da steht. Ja, aber ich kann nicht gerade sehen, was du da vorliest. Wie, du kannst es nicht sehen? Dort steht es doch oben, bei meinem Bild. Ja, man, das kann man nicht lesen irgendwie. Wie, das kann man nicht lesen? Das ist klein. Ja, okay, bitteschön, was willst du? Ich bin Christ. Ja, ich dachte, du bist Moslem, alles gut. Dann tschüss. Ja, auf jeden Fall, ich bin Moslem. Möchte vielleicht ein Muslim hoch, mit dem man wirklich normal reden kann? Normal reden. Der Stream wurde schon gemeldet und eingeschränkt, keine Sorge. Muslime, kommt einfach hoch und wir reden sachlich. Hier wird doch niemand beleidigt, blöd angegangen oder sonstiges. Wir reden einfach normal und gucken, wer im Hack ist. Wir gucken, wer im Hack ist. Esad, komm hoch. Wenn du mich widerlegst, du kriegst einen Löwen. Komm hoch. Wir gucken, welcher Gott nicht allwissend ist. Allah oder Isa? Machen wir. Wir gucken. Sie melden jedes Mal. Nightmare, komm du auch hoch. Juckt doch keinen. So, ich schicke dir jetzt eine Anfrage, Nightmare. Mal gucken, ob du mein Albtraum bist. Hier, Einladung gesendet. Komm hoch. Hier wird niemand beleidigt oder sonstiges. Ich möchte nur normal mit den Leuten reden. Ich hätte ein paar Fragen an die Muslime. Hallo? 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 Man hört sich doppelt. Ich muss dich runternehmen, komm wieder hoch. Verlass kurz TikTok, start neu, weil man hört sich doppelt. Das bringt so nichts. Unser Suke, komm wieder hoch. Wir reden genau über dieses Thema. Du hast ein Thema eröffnet, was menschlich ist. Und genau, wir reden darüber. Ist doch dein Thema. Wir reden hier über dein Thema. Du hast ein Thema eröffnet, wir reden darüber. Aber schön detailliert. Ganz detailliert. Wir gehen richtig ins Detail. Wir gehen richtig ins Detail, okay? Komm hoch. Bruder, ich habe einen neuen Hadith. Ich möchte bitte, dass er hochkommt und wir reden über die menschlichen Eigenschaften Gottes. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Eieiei, ist der Kopfschmerz mit unseren Mitmenschen hier. Absolut, absolut.
Muslime, schickt wirklich gerne eine Anfrage. Ich bin fertig mit der Arbeit, dann fahre ich über eine Stunde und dann vielleicht können wir dann eine coole Debatte endlich mal zusammenkriegen mit Muslimen, die auch wirklich Ahnung haben von ihren Schriften, die auch reden können. Oder hier kommt keiner hoch, absolut gar keiner. So eine richtig. Schade, dass Imam TV solche Feiglinge sind, ja? Weil der Pavlos, wo ich noch damals mit ihm zusammen gestreamt habe, hat Imam TV herausgefordert, ne? Eine Debatte. Pavlos, Amir, wahrscheinlich ich gegen Imam TV, die haben abgelehnt, ne? Ihr könnt wirklich gerne hochkommen, auch an diese Leute, die Pier Vogel so groß reden. Denkt ihr wirklich, er würde eine Debatte mit uns machen hier? Wirklich auf TikTok? Nur mit einem von uns? Denkt ihr das wirklich? Denkt ihr, hier zieht Markus 1332 bei uns? Das zieht nicht. Also, Leute, liked den Stream weiterhin. Liked den Stream weiterhin. Oder wir hoffen, dass die Einstellung hochgeht. Ja. Oder weißt du, dass wir Hadithe haben, wo Allah sich die Stunde selber vorhält? Also er selber hält sich die Stunde vor sich. Ja, ja, also er selber enthält sich die Stunde vor sich heim. Aber Isa ist das Wissen der Stunde. Also laut ihrer Theologie weiß nur Jesus die Stunde Allah nicht. Also, ey, ich sag doch, ne? Einmal so eine sachliche Debatte, ne? So richtig sachlich. Wir nehmen ihre komplette Religion auseinander. Also theologisch, weil alles, was sie argumentieren, drehen wir um. Und es geht zurück. Die schießen mit 9 mm, wir schießen mit Atombombe zurück. TikTok sportlich, das ist nicht wortwörtlich gemeint. TikTok sportlich. Ja, es ist aber so. Wenn die sagen, Jesus weiß nicht die Stunde, ich kann beweisen, dass Allah die Stunde nicht kennt. Was machen wir jetzt? Unglaublich. Schick gerne eine Anfrage. Wir können auch gerne über die Bibel sprechen, aber ich stelle eine Frage und dann wir eine Frage, ganz einfach. Einfach eine Anfrage schicken. Märchenreligion, ja, absolut. Absolut. Du kannst dir noch eine Frage stellen lassen. Wenn wir irgendwann mal in diesem Leben noch auf unsere Fragen wenigstens mal eine Antwort bekommen würden, wäre es sehr schön. William, komm nach oben, Urban zeigt dir den Hadith. Er verschwendet die nicht hier oben, damit ihr euch keine Ahnung was machen könnt. Ich zeige gar nichts. Guck mal, du hast einen Imam, geh und frag deinen Imam. Ich mach doch nicht seine Arbeit für dich. Er kriegt Geld dafür, ich nicht. Komm hoch auf eine sachliche Debatte und dann will ich deine Reaktion und deine Antwort sehen. So einfach zeig dies und jenes. Nein, wir haben keine Zeiger hier. Oder du holst deinen Imam, das wäre noch cooler. Absolut. Leute, einfach eine Anfrage schicken, ist gar nicht schwierig. Ihr tippt hier einfach auf Gäste und dann schickt ihr eine Anfrage. Wenn ihr Ahnung vom Islam habt, kommt einfach. Kommt einfach. So, jeder Muslim, der hier unten groß redet, wird gestummt und er soll hochkommen. Wenn er nicht hochkommt, dann bleibt er stumm. Und dann bleibt er stumm. So einfach ist das. Leute, ich kann euch mal erzählen, wieso Mohammed kein Prophet ist, okay, wenn hier keiner hochkommt. Dann halte ich mal einen kleinen Vortrag. Mohammed, okay, ist biblisch gesehen, laut Juden und laut Christen, die vollständig an das Alte Testament, also die hebräische Bibel, glauben, kein Prophet. Wieso das? Das Prophetentum kommt aus welchem Stamm? Aus dem Stamm Jakobs, also Israels. Jeder Prophet muss was? Muss Israelit sein. Jeder Prophet muss was? Von Gott bestätigt werden oder von Propheten oder von seinem Volk. Jeder Prophet muss was? Muss sich kleiner stellen als wen? Als dem Messias. Das sind nur ein paar Anforderungen, die ein Prophet erfüllen muss. Er muss im Namen Gottes Wunder tun können, er muss prophezeien können und so weiter und so fort. Diesbezüglich, laut Altem Testament, gibt es einen roten Leitfaden. Jeder Prophet, beziehungsweise fast jeder Prophet, zeigt auf wen? Auf den Messias, den Retter, den Richter. Jeder Prophet ist kleiner als dieser Prophet,
Wieso? Weil der Messias der höchste Titel ist, den ein Mensch besitzen kann. Der gesamte Sinn vom Alten Testament ist, wir selber können uns nicht retten. Wir suchen was? Den Retter. Jeder sucht und prophezeit den Retter. Wer ist der Retter? Der Messias. Wer ist der Messias? Der ohne Sünde, der für unsere Sünde zahlt. Jesaja 53. Dieser Botschaft widerspricht Mohammed von Anfang bis Ende, obwohl diese Botschaft von Anfang bis Ende in der Bibel gegeben ist. Bedeutet, verwirft ein Prophet diese Botschaft, so kann er kein Prophet sein, weil er jeden einzelnen Propheten widersprechen tut. Nach dem Messias, der das Gesetz erfüllt, der das Gesetz ist, kommt kein Prophet. Wieso? Weil er der Erfüller ist. Das ist der Sinn und Zweck. Christus hat das Gesetz erfüllt. Wieso sollte nach dem Erfüller noch ein Prophet kommen? Die Juden und die Christen lehnen diese Aussage ab. Wieso? Der Messias ist der Letzte. Der Messias ist der Letzte, weil er der Erfüller und Richter ist. Dementsprechend könnt ihr gerne hochkommen und uns überzeugen, wieso, laut was, laut den abrahamitischen Religionen, Mohammed ein Prophet sein sollte. Einfach hochkommen. Die Juden glauben nicht an eine verfälschte Schrift, die Christen auch nicht. Auf einmal sagen die Muslime, die Bibel ist verfälscht. Das bedeutet, die Juden geben Yahweh, ich bin der ich bin, Ego Miho On im Griechischen, den Eigennamen, sie verfälschen ihn, laut Islam, verfälschen sie den Namen, aber sie trauen sich nicht, in ihrer eigenen Übersetzung vom Alten Testament den Eigennamen Gottes aufzuschreiben, sondern übersetzen ihn mit Herr, Kyrios im Griechischen. Bedeutet, die Juden verfälschen den Namen Gottes und trauen sich nicht, den verfälschten Namen Gottes aufzuschreiben auf Griechisch. Super toller Sinn. Bruder, hör mal, was das für ein Quatsch ist. Es gibt keine Juden, die behaupten, dass die Tora verfälscht ist, richtig? Die sind keine Juden mehr, die sind ungläubig. Ja, also es gibt keine, die sich Juden nennen und sagen, das Buch ist verfälscht. Stimmst du mir zu? Ja, laut Jesaja 40,8 sind sie ungläubig dann. Genau. Gibt es Christen, die sich Christen nennen und sagen, die Bibel ist verfälscht, also das Neue Testament? Nein. Gibt es Muslime, die behaupten, der Koran ist verfälscht und nicht vollständig und sind Muslime? Und zwar knapp 700 Millionen? Ja. Die Schiiten? Ja. Frag dich mal, warum. Das heißt, nur bei den Muslimen gibt es eine sehr große Gruppe und das mittlerweile Millionen, die behaupten, das Buch Gottes sei verfälscht oder nicht vollständig. Absolut, William, komm hoch, er zeigt dir den Hadith. Komm hoch und er zeigt dir den Hadith. Hier oben ist das Zeitverschwendung. Ja, deswegen hat sich Urban auch gestummt. Hallo? Ja, hallo. Ach, schade, der ist runtergegangen, wie sehr. Weißt du, Abo Ziege. Alles gut, du kannst mit mir reden. Ich habe mal eine Frage an dich. Ja, gleich. Er hat doch gesagt... Es gibt ich bin nicht runtergegangen, ich bin hier. Ah, bist du da? Ich sehe dich nicht. Ja, du hast gesagt, bei den Christen gibt es nicht, dass die behaupten, dass er falsch ist. Und es gibt nur bei den Muslimen, stimmt? Absolut. Wer das sagt, ist kein Christ. Ja, entscheidest du, wenn Christ ist, oder entscheidet Gott? Nee, das entscheidet die Bibel. Das entscheidet Petrus in 1. Petrus Kapitel 3 und Gott in Jesaja 40,8. Entscheidet Warte, das. Bitte, ich muss nur was sagen zu jemandem. 30 Sekunden, ich bin da. Also 10 Sekunden, ich komme. Ja. Leute, weiter auf den Bildschirm tippen, ja. So, guck mal, Abu Belgrad. Er hat doch gesagt... Es gibt bei den Juden nicht, dass sie sagen, Tora ist verfälscht, bei den Christen nicht, dass Bibel verfälscht, nur bei den Muslimen, das sind die Schiiten, stimmt? Das hat er gesagt, ja. Okay. Es gibt bei euch einmal Katholiken, einmal Evangeliten, stimmt? Ja. Die Evangeliten, so viel ich weiß, sagen, es gibt 66 Bücher. Und die Katholiken 73, sie sagen aber nicht, dass sie verfälscht ist, dankeschön. Welche von beiden ist jetzt richtig? Mit 73? Alles gut, gib mir mal bitte einen Katholiken, der sagt, die Bibel ist verfälscht. Okay, bitteschön. Ich frage dich jetzt mal nur, wer liegt richtig, mit 63 nein. oder mit 66? Nein, nein, bitteschön. Keiner sagt, dass eine Verfälschung vorliegt. Okay, bitte gib mir, es geht nicht um
Quantität, es geht um die Verfälschung. Es geht um die Qualität der Schrift. Die Was Qualität der Schrift, ganz kurz, danach, weiter, ganz kurz, weiter. Ganz kurz, ganz kurz, nicht flüchten. Die Qualität der Schrift ist genau gleich, weil alle genau die gleichen Bücher haben und genau den gleichen Inhalt in diesen Büchern vorhanden ist. Dementsprechend geht es hier um die Qualität, nicht, dass irgendeine Verfälschung vorliegt, sondern darum, bei dir, was du gerade sagst, die Quantität, dass es mehr Bücher gibt bei den Katholiken. Aber die Qualität ist gleich. Wir haben die gleiche Bibel. Dementsprechend ist die Fragestellung absolut egal und das Thema ist verfehlt. Woher kommen die restlichen, was mehr wie 66? Das Thema ist absolut verfehlt. Islam ist die Wahrheit. Lass nicht darüber reden. Das Thema ist, du verstehst es eh nicht. Okay, da antworte mir. Woher kommen die restlichen? Das ist absolut, hallo, 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 absolut irrelevant für das Thema. Das Thema ist hier, wenn ich dir beweise, dass das eine richtig ist und das andere falsch und du würdest dann ähnlich Katholik oder Orthodox werden. Dementsprechend ist das egal. Aber wenn ich dir beweise, dass Mohammed kein Prophet ist, müsstest du den Islam verlassen, laut logischem Sinne. Ja. Bedeutet, lass darüber reden, ob Mohammed ein Gesandter Gottes ist, okay? Dann schlag mal auf. Hast du Koran da? Okay. Nein, nein, nicht Koran. Koran, daran glauben wir nicht. Beweis mal anhand den abrahamitischen Religionen, dass Mohammed ein Gesandter ist. Bitte schön. Okay. Wenn du mich widerlegen musst, dann musst du dich mit meiner Quelle, wo ich überzeugt bin, widerlegen. Das ist eine Regel der Debatte. Du willst, dass ich Islam verlasse, dann überzeuge mich aus dem Koran, dass Mohammed kein Prophet war. Tayyip, öffne Sure 757. Okay. Alles gut, ich mach das. Öffne Sure 7, Vers 157. Ich hole Koran. Bitteschön. Solange er den Koran holt, frag ihn noch, was die Voraussetzungen für einen Prophet anhand des Korans sind. Gibt's keine, ja, ich weiß. Naja, und da kann ich, und dann machen wir denn das. Ich hoffe, jemand nimmt das mal auf jetzt. So, Sure 7, Vers 157. Bitte liest dann, wenn du den Vers hast, bitte laut vorlesen. So, nochmal für die Information hier, bevor ihr diesen Vers vorliest. Dieser Vers, da wirst du mir auch zustimmen, wurde offenbart zur Zeit des Propheten Mohammed. Bedeutet, zu dieser Zeit hat Allah diesen Vers offenbart, richtig? Okay. Sehr gut, okay, lies vor. So, du sagst Sure 7. Vers 157. Mal lesen, kein Problem. Warum geht Kamera bei dir nicht? Warum kann ich meine Kamera nicht anmachen? Du hast zu wenig Abonnenten, glaube ich. Du brauchst 1000 dafür. Irgendwo anders kann ich es aber machen. Das kannst du, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich nichts ausgestellt oder sonstiges. Okay. Sure 7, Vers 157. Genau. Tamam, dann lesen wir. Ich habe auch Tafsir, da können wir mit Tafsir lesen, kein Problem. Gar kein Problem. Mal vorab, wenn du Tafsir liest, dann musst du sagen, von welchem Gelehrten, weil wir haben auch Tafsir und dein deutsche übersetzte Tafsir nehmen wir nicht an, wir nehmen die auf Arabisch. Danke. Tafsir habe ich von Chris and Prince, kein Problem. So, dies sind jene, die den Gesandten, dem Propheten folgten. Wer ist das? Mohammed, richtig? Die Gesandten, es geht um mehrere Leute, weil davor spricht Allah über Moses, darfst du nicht verwechseln. Also, spricht er nicht über Mohammed? Du musst wissen, um was es hier geht. Nein, nein, über wen spricht er dort? Wie über wen? Über die Gesandten sind mehrere Leute gemeint. Nein, nein, spricht er in Sure 7, Vers 157 über Mohammed? Über den Propheten Mohammed auch, über alle Propheten. Super, darum geht es. Darum geht es. Lies weiter. Der Hinweis in diesem Vers bezieht sich auf unseren Propheten Mohammed auch, den Gesandten Allahs. Natürlich. Super, darum geht es. Geht nur um Mohammed. Lies weiter. Nicht nur Mohammed. Nein, ich meine, guck mal, es ist egal. Bei diesem Vers geht es auch um Mohammed, aber ich möchte nur Mohammed sprechen. Da es in diesem Vers auch um Mohammed geht, passt das. Also lies weiter. Okay. Ich lese einen Vers davor, damit es Zusammenfassung gibt. Mach damit das. Dann alle verstehen, okay? Und als Moses erwähnte aus seinem Volk 70 Männer für unsere Verabrechnungen, doch als das Beben sie ereilte, sagte er, mein Herr, hättest du uns gewollt, hättest du sie zuvor vernichten können und mich ebenfalls. Das heißt, Moses spricht, willst du uns denn vernichten und derselbe Wille, was die Tora unter uns getan haben? Dies ist nur eine Prüfung von dir. Damit führst du irre, wen du willst und weißt den Weg, wen du willst. Du bist unser Beschützer, so vergebe uns denn und erbarme dich unserer. Denn du bist der Beste, der Vergebene. Und bestimme für uns Gutes sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Denn zu dir sind wir reu
voll zurückgekehrt. Dies sind jene, die dem Gesandten, dem Propheten folgen, der das Lesen und Schreiben unkündig ist. Doch in diese Tora und in Evangelium werden sie über ihn geschrieben finden. Warte, stopp, das reicht. Das bedeutet, im Tora und Evangelium findet man geschrieben über Mohammed, richtig? Ja. Wo? Ich kenne den Vers nicht aus der Bibel, aber ich habe von vielen gesehen, die das gezeigt haben. Zeig mal. Ich kenne den Bibelvers nicht, aber ich habe von vielen gesehen. Guck mal, Islam ist die Wahrheit. Guck mal, der Koran macht hier einen Anspruch. Der Anspruch ist, dass Mohammed in der Tora und den Jil zu der Zeit des Propheten aufzufinden ist. Bedeutet, kannst du mir nicht beweisen, dass Mohammed in der Tora und im Jil zu dieser Zeit aufzufinden ist, hat Allah gelogen und Allah ist kein Gott. Nein, warte. Wir haben Überlieferungen, als Moses zu Allah sprach. Und da hat Moses zu Allah, ich kann da beweisen, Überlieferungen. Hat nicht Moses, Überlieferung, Tora. Warte. Als Moses sprach, wer ist dieser Mann, wo du in die Tora erwähnt hast? Ja, Allah. Er sagte, es ist einer, sein Name ist Muhammad. Seine Folge, also Nachkommenschaft, die, wenn die, bevor sie essen, sagen sie Namen Allahs. Und wenn sie fertig sind, sagen die Alhamdulillah. Er sagt, wer ist das? Das ist der letzte Prophet Muhammad. Das steht aber in deinen Quellen. Allah fordert hier, dass es in unseren Quellen steht. Die da folgen, dem Gesandten, von dem sie bei sich geschrieben haben. Hadith ist nicht bei mir. Ich will bei mir, bei sich. Ja. Wo steht in meiner Taura, in meinem Injil was von Mohammed? Bitteschön. Ich selber kenne den Vers nicht. Wir haben tausendmal von Brüdern gesehen, die das bewiesen haben. Das heißt, hol jeden Bruder, wir reden darüber. Hol jeden Bruder. Ja, der geht zu Liebe zu den Hadith, der zeigt ja. Ich habe ihn schon widerlegt. Guck das Video, ich schicke dir das gerne. Ich habe ihn auseinandergenommen. Aber das heißt nicht, dass Mohammed nicht ein Gesandter ist, weil Koran bestätigt ihn als Gesandter Allahs und sagt, Muhammadur Rasulullah. Muhammad ist der Gesandte Allahs. Das ist keine Quelle. Weil beispielsweise, ich könnte jetzt auch ein Buch schreiben und sagen, ich bin der letzte Rasulullah. Was ist das jetzt? Ist doch kein Beweis. Wir brauchen das aufgrund der Grundlage der abrahamitischen Glaubensrichtung. Die Propheten haben von Anfang bis Ende gepredigt, dass der Messias der höchste Titel ist, den ein Mensch besitzen kann. Dass der Messias Gott Fleisch wird, Jesaja 9,5, Jeremia 23. Das prophezeien alle Propheten, der Messias ist die Hauptfunktion. Für ihn wird alles geschaffen und er schöpft alles. Jetzt ist die Frage, wie kann Mohammed nach dem Messias kommen, wenn der Messias die Erfüllung des Gesetzes ist? Laut abrahamitischen Glaubensrichtung. Aber Jesus hat nicht die Gesetze erfüllt. Hat er. Was sagt denn Johannes 5, Matthäus 5,17? Lies mal vor. Nirgends hat er gesagt, ich habe euch eure Religion vervollständigt. Nein. Okay, wieso sagt er super? Okay, super. Wieso sagt er am Kreuz, es ist erfüllt? Was sagt er? Was ist erfüllt? Ja, das Gesetz und die Propheten. Da steht nicht das Gesetz und den Propheten. Nein. Guck mal. Sonst hätten die ihn angenommen als Prophet, aber haben die ihn nicht. Okay, wenn Mohammed ein Prophet ist, sonst hätte ich ihn angenommen. Was ist das für ein Argument? Wenn er gesagt hätte, das Gesetz ist erfüllt, das heißt, die Leute haben an ihn geglaubt, aber die haben nicht an ihn geglaubt. Die haben ihn geschlagen. Damit du es verstehst, Zenat, nicht jeder Jude hat ihn abgelehnt. Die meisten haben ihn angenommen. Es gab Gruppierungen von Juden, Schriftgelehrten und Pharisäer, die Christus selbst oft zurechtgewiesen hat bezüglich ihrer Lehre. Diese wollten ihn den Kreuzigen sehen, aber seine eigenen Jünger waren Juden und haben ihn dementsprechend angenommen. Es geht darum, wenn Christus sagt am Kreuz, es ist vollbracht, frage ich dich, was meint Christus mit es ist vollbracht? Das musst du doch beweisen, weil er sagte, oh Gott, vergebe denen, die sie wissen, nein, was sie tun. Was ist vollbracht? Kannst du mir antworten oder fragst du mich jetzt? Ja, seine Mission ist vollbracht, aber die haben nicht angenommen. Er hat seine Mission erfüllt. Hat Mohammed seine Mission erfüllt? Ja. Habe ich ihn angenommen? Ja, du und Christ nicht, aber... Habe ich ihn angenommen? Du warst doch gar nicht da. Nein, alles gut. Habe ich ihn angenommen? Du warst nicht da. Hat ihn jeder Jude zu dieser Zeit angenommen, zu Mohammeds Zeit? Ja, die Muslime, die ihn angenommen haben, hat Allah bestätigt. Nein, hat jeder Jude zur Mohammed-Zeit, die ihn gesehen haben, hat jeder einzige Jude ihn angenommen? Na, habe nicht, aber die... Also, wieso argumentierst du so? Na, aber guck mal, Allah sagt, inna dina inda Allah al-Islam, wahrlich die Religion ist bei Allah und sagt, wir haben die Religion vervollständigt. Okay, Jesus sagt das auch.
Wo? Er sagt nicht, wir haben Religion. Er sagt, es ist vollbracht. Was meint er? Da musst du beweisen, verbracht seine okay, Mission. Super, ich mach das. Jo, Matthäus 5, 17. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzunehmen, sondern zu erfüllen. Er sagt, am Kreuz ist es vollbracht. Die Erfüllung ist die Vollbringung des Gesetzes. Dankeschön. Die Erfüllung, dass er gesandt wurde, er hat es erfüllt. Aber die Leute haben nicht akzeptiert. Was hat er erfüllt? Warum? Guck mal. Weil Paulus erstens hat ihn nicht gesehen. Nicht Paulus, nein, nein, Jesus, nicht Paulus. Ja, ganz nicht kurz. Paulus. Paulus hat ihn nicht gesehen und hat über hat ihn... Hat er. Nee, hat, wo hat er ihn? Er, hat er sagt das doch. Er hat ihn nicht erlebt. Er sagt das doch, dass er ihn gesehen hat. Ja, wie, wie hat okay, ihn hat Mohammed Jesus gesehen? Mohammed Jesus gesehen? Ja. Aber Koran beschädigt... Nein, nein, hat Mohammed Jesus gesehen? Ja, bei uns hat er ihn gesehen im Himmel, ja. Super, okay, bei uns hat er ihn gesehen in seiner Vision. Ja, nee, der hat ihn in Traum bei euch gesehen. Ja, also super, ist ja eine Vision. Nein, ist nicht. Dankeschön. Traum ist was anderes. Träume können von Shaitan kommen. Okay, wurscht, aber Christus redet doch in den Traum, richtig? Ja, Paulus hat über ihn das gesagt. Nee, Christus redet doch in den Traum, richtig? Wie, Christus redet in den Traum? Christus sagt doch, Saul, Saul, warum verfolgst du mich, richtig? Aber wer soll wissen, dass er Christus war? Okay, wer soll wissen, dass Mohammed Jesus gesehen hat? Weil Allah bestätigt im Koran. Okay, Gott bestätigt Paulus. Ja, wo, wo bestätigt Christus Gott? Bestätigt Paulus. Christus, Christus sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann folge mir nach. Was tut Paulus? Er folgt ihm nach. Christus ist Gott. Christus bestätigt Paulus und er ist rausgegangen. Nicht ausweichen. Wir können auch gerne über Paulus reden, liebe Muslime. Leute, like den Stream, sehr, sehr wichtig. Like den Stream. Alle auf den Bildschirm tippen. Was waren das für atheistische Argumente? Er ist geflüchtet, er ist rausgegangen. Ich habe ihn nicht gekickt. Was sind das für atheistische Argumente? Christus kann nicht der letzte Gesandte sein, ganz kurz, kann nicht die Erfüllung des Gesetzes sein, weil ihn nicht alle akzeptiert haben, die ihn gesehen haben. Jeder, der Mohammed gesehen hat, hat ihn angenommen? Nein. Also wieso argumentierst du so? Ja, Bruder, du kannst eigener reden. Cousin ist zum Christentum konvertiert, der Mohammed kannte. Einer seiner Schreiber hat sich praktisch selbst umgebracht und hat den Islam verlassen. Ibn Ishaq hat über Mohammed geschrieben, 300 Jahre später, er kannte ihn nicht. Seine Biografie, das ist die älteste Schrift über ihn. Wo soll ich aufräumen? In Sure 5, glaube ich, steht, heute haben wir die Religion vervollständigt. Wenn in Sure 5 die Religion vervollständigt war, warum kommen dann noch so viele Kapitel danach? Also, alles, was er gesagt hat, Kamelurin. Jedes Wort. Tut mir leid. So. So, ganz einfach. Leute, like den Stream. Like den Stream. Muslime können wirklich gerne hochkommen, aber bitte argumentiert so, dass man euch nicht anhand eurer eigenen Quellen bzw. anhand eures eigenen Glaubens widerlegen kann, was ich vorhin getan habe. Bitte argumentiert so, dass man das nicht auf eure Quellen zurückführen kann. Bitte ein Argument, was man nicht auf eure Quellen zurückführen kann. Dankeschön. Schickt gerne eine Anfrage. Kommt einfach gerne hoch. Schade, dass er nicht kommt. Wirklich sehr, sehr schade. Was ich meine mit atheistisches Argument ist, dass das ein Muslim nicht benutzen kann. Das meine ich damit. Muslime, kommt einfach gerne hoch. Wir reden darüber, ob Mohammed ein Prophet ist, beziehungsweise ob er prophezeit wurde. Ich würde mit jedem darüber reden, gar kein Problem. Ich würde mit jedem darüber reden, überhaupt gar kein Problem. Mit jedem Einzelnen von euch. Ist Mohammed ein Prophet Gottes? Auf die Historie gehen wir nicht mehr ein. Kann er laut den abrahamitischen Glaubensrichtung ein Prophet Allahs sein? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. So, jeder Muslim, der unten in den Chat reinschreibt, der kann wirklich gerne hochkommen. Hier wird niemand beleidigt oder sonstiges. Aber es macht keinen Sinn, wenn ihr wie Atheisten argumentiert. Das macht keinen Sinn. Bitte kommt hoch und wir reden darüber, ob Mohammed wirklich ein Prophet ist. Muss man als Prophet prophezeit sein? Mohammed schon,
weil in Sure 757 das steht. Bedeutet dieses Argument bezüglich Mohammed ist hinfällig, wenn du sagst, dass nicht jeder Prophet prophezeit wurde, weil der Koran selber sagt, dass er prophezeit wurde. Dementsprechend kannst du das anhand deiner eigenen Quellen nicht benutzen, dieses Argument. Ja, Moses wurde nicht prophezeit, okay, aber Moses hat die ganze Zeit mit Gott gesprochen und wurde vom verheißenen Volk bestätigt und hat Wunder getan in ihrer Mitte, die unmissverständlich sind, und er prophezeit dem Messias eindeutig. Dementsprechend ist er klar ein Prophet. Ist auch selber ein Israelite. Ganz einfach. Jeder, der sagt, dass Mohammed ein Prophet ist, ihr könnt wirklich gerne hochkommen. Es wird mich sogar freuen, wenn ihr hochkommt. Es wird mich sogar freuen, wenn ihr hochkommt. Wir reden einfach ganz sachlich darüber. Kann Mohammed laut abrahamitischer Glaubensrichtung einem Prophet sein? Ein Prophet sein. Jeder kann hier wirklich reinkommen. Wenn angeblich alles verfälscht sein könnte, kann es keine biblische Grundlage geben. Aber es muss diese geben, weil wir dort die Stammbäume der Propheten, die Informationen der Propheten und das gesamte Konzept der Propheten haben. Lehnst du dies ab, dann lehnst du die abrahamitische Glaubensgemeinschaft ab und du kannst nicht sagen, dass du dieser angehörst, weil das gesamte Konzept von denen ist, du brauchst Sühneopfer, du brauchst den Messias, der dich rettet. Das steht nicht nur in ein Vers, nicht in zwei, nicht in drei, nicht in vier, nicht in fünf, sondern in Hunderten. Genau das, was ich gesagt habe. Wenn alles verfälscht ist, dann kann dir nur Gott helfen und du bist unehrlich. Ein Vers würde reichen. Aber im gesamten Moses steht, Sühneopfer für deine Sünden. Sühneopfer für deine Sünden. Wieso? Wieso Opfer für die Sünde? Weil der Messias noch nicht kam. So, es hat mich jemand angerufen und ich musste dran gehen, weil ich hatte auf einen Anruf gewartet. Okay. Ja, so. Genau. Über den Vers, wo du genannt hast, 752 habe ich... 157, nicht 52. 157. Darf ich ja den Tafsir lesen von At-Tabari und Ibn Kathir? Okay, sehr gut. Aber bevor du das liest, möchte ich aufmerksam machen, okay? Ja. Du liest den Tafsir, um für mich diesen Vers auszulegen, ne? Da gibt es ein Problem. Weil du sagst ja, laut Bibel wurde Mohammed prophezeit, richtig? Laut Tora und laut Evangelium. Richtig, also laut Bibel. Also da gibt es ja auch Inhalte, die in der heutigen Bibel sind, richtig? Genau. Super. In der früheren Bibel der Juden. Super. Aber nehmen wir den Tafsir von diesen Exegesen, sagen die, dass Mohammed kein Prophet ist. Bedeutet, sind wir konstant, wie du dein Tafsir lesen kannst, dann darf ich das auch. Und es gibt kein Tafsir, der sagt, dass in der Tora Mohammed drin ist. Das ist das Problem. Darf ich jetzt kurz sagen? Guck mal, hier steht so, ja. In der heutigen von den Juden akzeptierte Form der Tora, Deuteronomium, oder wie heißt das, 18, Vers 15, sagt Moses, einen Propheten wie mich wird dir dein Herr, dein Gott erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern, denn sollt ihr gehorchen. Der einzige Prophet, der eine Gesetzgebung wie Moses brachte, war Mohammed und stammte aus der Nachkommenschaft Ismael, der Bruder von Isaac. Jetzt guck mal, der Israels Stammvater war. In der Zusammenfassung Evangelium, jetzt komm, wie es heute bei den Christen akzeptiert wird, verspricht Jesus einen weiteren Tröster. Johannes 14, Kapitel 16. Einige weitere Beispiele für Hinweise auf den Propheten Mohammed im Alten Testament. Deuteronomium 33,2 nach Moses vom Berg Sinai und Jesus. Okay, du hast jetzt drei Punkte gebracht. Darf ich darauf eingehen? Sonst bringst du viel zu viel. Es gibt sehr viele noch, nicht nur okay, das. Okay, alles gut. Ich widerlege die drei. Okay, und dann machen wir weiter, richtig? Ja, komm, mach. So, kannst du auf stumm sein, weil ich hab dich ausreden lassen. Leute, like den Stream. Leute, schreibt euch das auf. Das letzte Argument war Deuteronomium, Kapitel 33, Vers 2. Dort soll Mohammed prophezeit sein. Leute, ihr könnt das aufnehmen, so habt ihr die Widerlegung jetzt. Deuteronomium 33, 2. Ich lese vor. Mal 18, 15, bitte. Ich mach das gleich, aber erstmal 33, 2. Ich gehe auf jeden Punkt ein. Keine Sorge, bitte stumm dich. Ich gehe auf jeden Punkt ein. So. Und das ist der Segen mit dem Mose, der Mann Gottes, die Israeliten segnete, bevor er starb. Er sprach,
Der Herr kam hervor aus dem Sinai, er leuchtete vor ihnen aus Seir, er strahlte aus dem Gebirge Paran, er trat heraus aus Tausenden von Heiligen, ihm zu Rechten flammte von ihnen das Feuer des Gesetzes. Ihm zu Rechten flammte das Feuer des Gesetzes. In 5. Mose 33,3 geht es um Gott. So, jetzt Deuteronomium 18,15, weil du sagst, in 5. Mose 33,2 ist machen. Ganz kurz, du kannst gleich darauf eingehen. In 5. Mose 33,2 geht es um Gott. Bitte widerleg das gleich. So, in Deuteronomium 18,15 und 18,18, einem Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollst du hören. Was sind die Brüder der Israeliten aus ihrer eigenen Mitte? Die Israeliten selbst. Bedeutet, dieser Prophet muss laut diesem Vers ein Israelit sein. Genau dieses Beispiel sehen wir in Levitikus Kapitel 17, Vers 10. Dort steht auch, aus der Mitte der Israeliten, und damit sind die Israeliten selber gemeint. Bedeutet, er schließt Mohammed als Prophet aus, weil er sagt, dass dieser Prophet aus Israel kommen muss. Der dritte Punkt ist Johannes 14, 16. In Johannes 14, 16, ich glaube, du hast dich sogar vertan. Das müsste Johannes 16, 13 sein. Ich öffne mal den Vers. Ganz kurz. Ich glaube sogar, du hast dich vertan, weil in Johannes 14, 16 will ich mal wissen. Dort steht, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Okay, Christus spricht zu den Jüngern und sagt, ich gebe euch einen Beistand, der wird für immer bei euch sein. Jetzt ist meine Frage, wenn damit Mohammed gemeint sein soll. Erste Frage, ist Allah der Vater? Zweite Frage, ist Mohammed in den Jüngern gewesen? Dankeschön. Also, Muhammad a.s. hat ist in der Mitte von den Juden auch hat er gelebt und deswegen haben die Juden ihn nicht geglaubt, weil sie dachten, es wird ein Prophet kommen von den Juden und nicht von den Arabern. Und der hat die Juden erlebt und die Juden haben ihn gequält und haben mit ihm gekämpft. Nur damit du das weißt, weil er sagte... Was hat das mit den Versen zu tun? Was hat mit dem Vers zu tun? Ich will, dass du die Verse widerlegst. Er hat doch mit den Juden... Nein, widerleg die Verse, nicht flüchten. Widerleg die Verse. Ich hab dir doch gesagt. Widerleg die Verse. Unter der Mitte der Juden. Er war doch unter der Mitte der Juden. Nein. Aus, guck mal. Also die Juden... Jetzt, warte, ganz kurz. Zweitens. Ja. Isaac und Ismael. Von Isaac. Was ist von Isaac? Judentum. Stimmt oder stimmt nicht? Ja. Und jetzt... Nach Ismael, wer dann? Nach Ismael? Das steht nicht nach Ismael, das steht da nicht. Stammvater ist doch Ismael. Aber, hallo, aber wo steht da Ismael in Deuteronomium 18? Ja, wir wissen doch, dass Isaac der Stammvater von Juden ist. Isaac? Ja, natürlich, das bedeutet, der Prophet muss ein Jude sein, richtig? Muss nicht unbedingt ein Jude sein, Mohammed. Wieso? Dort steht, er ist ein Israelit. Wer ist ein Israelit? Da steht der Prophet. Ein Israelit ist. Nein. Doch, soll ich es dir zeigen? Auf eure Mitte. Er wird erweckt, ein Mann, ein Bruder. Hier steht ein Bruder. Warte, ich lese den Vers vor. Erstens war Hagar Koptin. Sie war Ägypterin. Zweitens, wir haben Überlieferung aus Bukhari, wo Ismael von den Arabern Arabisch gelernt hat. Drittens, ihr wisst nicht, wer der Vater von Mohammed ist, weil er 4 Jahre vor seiner Geburt gestorben ist. Sein Vater also war zu sagen, dass... Sein Vater war Bruder, das wissen wir, wer sein Vater war. Ja, aber er ist 4 Jahre vor seiner Geburt gestorben. Ja, und aber wir wissen, wer sein Vater war, seine Onkel war. Ich will sagen, die Gelehrten, warte, guck mal, sein Vater ist 4 Jahre vor seiner Geburt gestorben. Deswegen sagt ihr, dass die Schwangerschaft im Islam 4 Jahre dauern kann, was absolut Quatsch ist. Also findet doch erstmal heraus, wer der Vater von Mohammed ist, bevor ihr in den Stamm von Ismael sucht. Okay, Beispiel, du bist geboren, ja, dein Vater war gar nicht auf der Welt, deine Mutter war schwanger. Aber dein Onkel, der Bruder von deinem Vater, kannte doch sagen, dass du einen Vater gehabt hast, aber der ist gestorben, bevor du geboren bist. Das hat doch gerade nichts mit dem Thema zu tun. Egal, wie auch Deuteronomium 18. Oder, Urfan, lass uns auf den Islam. Ja. Ali, seine Vater, hat den Propheten groß getrunken. Alles gut, Islam, bitte geh auf Deuteronomium 18 ein. Ja, ich sag nochmal. Warte mal, ich hol mal den anderen Handy, dann lese ich zusammen den aus dem Bibel. Warte jetzt. Bitteschön. So. Davor möchte ich, solange er das sucht, einem Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Aus deiner Mitte unter deinen Brüdern. Ich habe die 5 Bücher Mose gelesen. So. In jedes dieser Bücher Mose, wenn diese Reihenfolge folgt, aus der Mitte deiner Brüder sind immer die Israeliten gemeint. Gib mir einen einzigen Vers aus den 5 Büchern Mose, wo aus deiner Mitte unter deinen Brüdern zu Israel erwähnt wird und damit Ismael gemeint ist. Nur einen Vers, nur einen einzigen.
Wir reden doch Abraham, ne? Abraham, Isaac und Ismael. Jetzt alle Propheten sind Brüder. Alle Propheten sind Brüder. Und Allah sagt, La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Es gibt keine Unterschiede zwischen denen. Und von Abraham stammt doch Muhammad a.s. von seinen Kindern. Und Abraham hatte doch die Tora, Abraham seine Kinder. Es geht nicht um Abraham. Es geht nicht um Abraham. Isaac. Ja, genau. Und er stammt nicht von Isaac, sondern von Ismael laut dir. Ja, von Isaac, also ist er kein Prophet. Er stammt dann von Isaac. Er stammt von jeder Prophet. Jeder Prophet, ja. Jeder. Okay, außer Ismael. Mohammed stammt von den Ismael, stimmt? Ja, deswegen kann er kein Prophet sein. Wer kann kein Prophet sein? Mohammed. Wieso nicht? Weil er nicht aus der Mitte der Israeliten ist. Ja, sind nicht Brüder Ismael und Isaac? Nein, Cousins. Abraham kam doch aus der gleichen Blutlinie. Guck mal, nein, aber das sagt dieser Vers nicht. Guck mal, ich lese den Vers nochmal langsam für dich, damit du es verstehst. Er ist raus. Leute, kann mir ein Muslim beweisen, dass in Deuteronomium, Kapitel 18, Vers 15, Mohammed gemeint ist und kommt nicht mit gleiche Gesetz, gleiche Alter, gleiche Prophetsabwählung? Ich kenne diese Argumente schon. Sie ziehen nicht, wenn wir im Kontext lesen. Ganz einfach. Ich lese den Vers nochmal. Einem Propheten wie mich, spricht Mose, wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Aus deiner Mitte unter deinen Brüdern. An die Muslime. Challenge. Challenge an jeden Muslim. Gib mir einen Vers, wo jemand zu Israel spricht und sagt, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern und meint damit Ismael. Einen einzigen Vers. Ich gebe mindestens 10 aus der Tora, dass damit Israel selber gemeint ist. Nur einen Vers jetzt, nur einen einzigen Vers, wo damit Ismael gemeint ist. Einen einzigen. Da kann es zig sein. Mohammed kann genau der gleiche Prophet wie Mose sein. Er kommt nicht aus Israel. Dementsprechend kann er mit dem Vers nicht gemeint sein. Ganz einfach. Ganz einfach. So. Muslime, kommt gerne hoch und beweist mir Deuteronomium 18,15. Bitteschön. Ihr könnt auch andere Argumente bringen, wie Jesaja 42, Jesaja 49, Johannes 16, 13, Hohelied. Ich kenne jedes Argument. Jedes einzelne. Und Leute, er hat Mohammed zu Gott gemacht. In Deuteronomium 33,2 geht es um Gott. Yahweh bringt das Gesetz durch Mose. Das steht dort. Es geht um Gott, nicht um Mohammed. Wenn es da um Mohammed geht, ist Mohammed dein Gott. Dankeschön. Muslime, kommt gerne hoch. Ich habe sogar meinen Stift bereit. Hier, hört ihr? Mein Kuli. Gib mir bitte neue Verse. Dass eigentlich nicht gelogen ist, ja. Es ist ja wirklich so, dass er ihr Gott ist. Ja, natürlich. Ich lüge. Bruder, ich kann nochmal Deuteronomium 33,2 vorlesen. Es geht um Gott. Nochmal. Und das ist der Segen, mit dem Mose, der Mann Gottes, die Israeliten segnete, bevor er starb. Er sprach... Der Herr, Yahweh, kam hervor aus dem Sinai. Er leuchtete vor ihnen auf See. Er strahlte aus dem Gebirge Paran. Er trat heraus aus Tausenden von Heiligen. Ihm zu Rechten flammte vor ihnen das Feuer des Gesetzes. Um wen geht es? Um Yahweh. Wie kann damit Mohammed gemeint sein? Beantwortet mir diese Frage. Wie kann damit Mohammed gemeint sein? Wie verzweifelt. Die glauben wirklich, dass sie 4 Jahre schwanger war. Bruder, bitte, ey, kommt schon. Alles gut, das ist nicht mal das Thema, weil anhand der Bibel kann man den Islam widerlegen, weil der Islam gibt einen Anspruch in Sure 7, Vers 157, dass Mohammed in der Bibel die Juden und die Christen heutzutage befolgen, weil das im 6. Jahrhundert offenbart wurde, aufzufinden ist. Und ich finde nichts. Es gibt Scheinargumente. Es gibt Scheinargumente, aber sie werden alle widerlegt. Es macht keinen Sinn, dass laut abrahamitischer Glaubensgemeinschaft Mohammed ein Prophet ist, weil er die Botschaft der Propheten komplett verfehlt. Laut Judentum und Christentum. Ganz einfach. Laut der hebräischen Bibel, laut Neuen Testament. Ganz einfach. Er widerspricht die Botschaft der Propheten. Die Botschaft der Propheten ist, der höchste Titel, den der Mensch besitzen kann, ist der Messias. Und dem widerspricht er. Weil laut Islam ist das der letzte Gesandte. Bitte, wenn ihr Argumente habt, könnt ihr wirklich gerne hochkommen, weil das zieht ihr nicht.
Ich sehe diese Videos von Deuteronomium 33,2, aber hier kann ich jetzt antworten. Hier kann ich jetzt antworten. Sofort. Hier gibt es keine Faxen oder sonstiges. So. Leute, like den Stream, macht die 100k voll. Macht die 100k voll, nach 5000 Likes. Alle tippen. Hallo. Hallo, Ja, Gottes hallo. Segne. Bitteschön. Gottes Segne. Gottes Segen, ja. Ich habe eine Frage, bitte. Ich war bei einer Live, was der sagt, dass der Geboten Gottes sind nicht mehr gültig. Stimmt das? Das kann man so nicht sagen. Wieso? Wenn du meinst, in dem Sinne nicht gültig, dass wir uns nicht dran halten müssen, wie als Christen, dann stimmt das. Aber in dem Sinne nicht gültig, dass sie nicht erfüllt wurden, sondern abrogiert, ist falsch. Weil wir sagen, wer den Messias verwirft, ist unter dem Gesetz als Jude. Wenn du als Jude den Messias verwirfst, wird dich, was? Das Gesetz richten, weil du nicht unter der Gnade bist, laut Johannes 1,17. Gesetz kam durch Mose, Gnade durch Christi, sondern du bist dem Gesetz verfallen und das Gesetz wird dich richten. Bedeutet, wenn du das so meinst, dass wir uns nicht dran halten müssen, ja. Wenn du so meinst aber, dass das Gesetz aufgehoben wurde, dann nein. Einen Moment bitte. Wir Ja. müssen machen den Unterschied Was? zwischen die alten Gesetze, Mosaischen Gesetze. mosaische Gesetze, danke schon. Meine Deutsch ist nicht so gut. Ja. So, und die 10 Geboten, die Ja. mosaische Geboten sind nicht mehr gültig. Und das meinte, wer die, weißt du, der Paulus, wenn der sagt, um diese Gesetze meinte da. Okay, Aber danke. Ja. viele Christen mischte diese, weißt du? Der kann nicht den Unterschied machen zwischen diesen 10 Geboten und zwischen die alten. Das habe ich so gesagt, aber alles gut. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall für deinen Beitrag, ja. Und Danke, ich dass du da wollte warst. noch was fragen, bitte. Danke, dass du da warst. Muslime, ihr könnt wirklich gerne hochkommen. Wir möchten respektvoll mit euch reden, okay? An die Christen, bitte, wenn ihr wirklich nur ganz dringende Fragen habt, bitte hochkommen. Wirklich nur bei ganz dringenden Fragen. Aber sonst bitte keine Anfrage schicken, weil wir möchten hier wirklich mit Muslimen sprechen. Weil ihr seid schon in der Wahrheit. Ihr seid nicht die Wahrheit, ihr seid in der Wahrheit. Dementsprechend, genau, wir wollen die Leute vom Christentum überzeugen, nicht nichts anderes. Das ist der Sinn dieses Lives. Das ist der Sinn dieses Lives. Hier wird niemand beleidigt, blöd angegangen oder sonstiges. Wir möchten hier nur sachlich sprechen. Ich verstehe das nicht. Warum steht da Jesus ist Gott und dann steht da Allah? Du bist viel zu jung. Am Ende heißt es Liberty mit Babys. Es macht ja keinen Sinn mit denen. Also ist ja auch unfair, das macht man nicht. Deswegen sage ich auch immer die Muslime. Also damit meine ich die Männer. Ich möchte nicht mit Frauen oder Kindern debattieren. Mit Frauen kann ich reden, normal, also über den Glauben, aber ich würde nicht mit ihnen debattieren. Außer die reden hier groß. Dann okay. Ich möchte ja, dass das auf Augenhöhe stattfindet, nicht, dass am Ende gesagt wird, Belgrad debattiert nur mit Frauen oder Kindern. Nein, auf gar keinen Fall. Ich debattiere hier auf TikTok jeden, der debattieren möchte über diese Thematiken. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Leute, like den Stream. Wir haben schon die 100k, aber macht mal die 105 bis 110k voll. Macht mal die 105 bis 110k voll. Leute, like den Stream weiterhin. Wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid und sagt, dass Mohammed in der Bibel aufzufinden ist, könnt ihr gerne hochkommen. Die Juden und die Christen haben in Bezug so auf die Gottheit damals identische Lehren gehabt. Was meine ich mit damals? Die damaligen Juden und die heutigen Christen. Wieso? Wir lesen im Buch Richter, dass der Engel des Herrn sich zweimal als Gott selber identifiziert, aber sich von Gott differenziert. In Person, nicht in Wesen. Das ist der erste Punkt. In Genesis lesen wir auch, dass der Engel des Herrn zweimal Gott genannt wird. Dort geht es nicht um die Götter, die gerichtet werden, laut Psalm 82,6, sondern um den Gott. Bedeutet, verwerfen die Juden, dass Gott mehr Personal ist, sagen sie entweder, der Engel des Herrn ist irgendwie falsch oder sonstiges,
Oder sie sagen, der Vater offenbart sich als Engel des Herrn und dieser wird Gott genannt. Aber daran glauben die damaligen Juden nicht, weil das würde keinen Sinn machen. Laut Altem Testament. Ganz einfach. Das würde keinen Sinn machen, laut Altem Testament. Jesus war ein Gesandter. Der Engel des Herrn war auch ein Gesandter und wurde Gott genannt. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem, ja? Gott hier wurde als Mensch auf die Erde gesandt. Gott hat sich als Engel gezeigt und wurde zu den Menschen gesandt. Gar kein Problem damit. Das widerspricht dem Christentum überhaupt nicht. Wo ist das ein Widerspruch? Der Vater wurde nie gesandt, stimmt, aber Christus wurde gesandt. Der Heilige Geist wurde gesandt zu den Menschen. Der wird selber Gott genannt in Apostelgeschichte 5, 3 und 5, 4. Jesus hat selber gesagt, dass er nicht Gott ist. Wenn ihr mir das zeigt, kriegt ihr einen Löwen. Und kommt nicht mit, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott der eine. Weil er nennt sich selber guter Hirte in Johannes 10, 11. Referenz auf Hesekiel 34, 10 bis 12, wo Jahwe der gute Hirte ist, beziehungsweise der Hirte. Diese Argumente, die ziehen hier nicht. Diese Argumentation, sie zieht hier nicht. Sie zieht hier nicht in diesen Stream. Sie zieht vielleicht bei Videos. Ja. Warum diese ganzen Dauerleute, die immer eigene Streams machen, sich nicht mal bei dir hochtrauen? Du warst bei ihnen oben, warum kommen die nicht her? Ich war mehrmals bei denen oben. Ja, warum trauen die sich nicht her? Weiß ich nicht. Finde ich sehr, sehr schade. Dass von ihnen, von den Gummibären, keiner bei mir jemals einen Antrag gestellt hat, nicht ein einziger. Oder das ist Selbstmord, TikTok sportlich. Ja, aber warum, ich muss sie immer in andere Streams erwischen. Aber warum stellt keiner mal bei mir eine Anfrage? Warum trauen die sich nicht auf eine neutrale Ebene zu debattieren? Hallo. Stimmt, hallo. Ibn Aisha, hallo, ja. Also, ich habe eine Frage. Bezüglich Mohammed als Prophet, oder? Man hört dich nicht, wenn du rausgehst, ne? Also jetzt hören wir dich nicht. Warte ganz kurz. Tut mir leid, Bro. Hört man mich? Ja, aber schlecht. Tut mir leid. Jetzt geht's wieder. Ja, okay. Ja. Also in 2. Samuel 24,1 heißt es, dass Gott David angesprochen hat gegen die Kämpfer. Die Kämpfer und einmal Israel. Satan. Ja. Und einmal der Satan. Kannst du mir das so bitte erklären? Gerne. Willst du wirklich die Antwort haben? Also möchtest du wirklich zuhören? Weil dann erkläre ich es dir wirklich mit Herz. Hau raus. Ich will einfach hören. Du möchtest das wirklich hören, richtig? Ja. Okay, super. Also einmal wird der Akt beschrieben, der direkt passiert. In Chronik. Okay, Chronik ist eine Zusammenfassung von Samuel und dem Könige, okay? Chronik kam danach und fasst die Bücher Samuel und Könige zusammen, okay? Und Könige berichtet davon, dass von direkten Akt. Der Satan hat zu David gesagt, direkt, eine direkte Aktion, geh und zähl das Volk. Der Satan hat es direkt zu David gesagt. Wieso steht im einen Vers in Könige oder Samuel, dass Gott es gesagt hat? So, wir müssen verstehen, der Kontext von Samuel und Könige ist, Gott erwählt Könige, okay, die herrschen und richten, okay, über Israel. Und diese Könige sind dann entweder gerecht oder ungerecht. David hat angefangen, Götzendienst zu betreiben und wurde ungerecht und wurde auch später bestraft. So, jetzt müssen wir verstehen, wenn diese Könige gerecht sind vor Gott, indem sie keinen Götzendienst tun und seine Gebote bewahren und halten, werden sie von Gott beschützt. Gott legt seine schützende Hand auf diese Menschen und diese Menschen werden beschützt. Der Satan kann sie nicht attackieren, musst du dir vorstellen. Aber Gott hat in Samuel bewusst seine schützende Hand vor wem weggenommen? Vor David. Somit, weil Gott seine schützende Hand vor David weggenommen hat, konnte der Satan ihn attackieren. Deswegen schreibt der Autor aus Samuel auf, dass Gott es getan hat. Wieso? Weil Gott es bewusst zugelassen hat, aber es steht nirgendwo, dass Gott den Akt vollbracht hat. Das bedeutet, wenn Gott etwas Gewisses zulässt, dann kann man diese Aktion dennoch Gott zuschreiben. Das heißt aber nicht, dass es ein Befehl Gottes war. Okay. Das bedeutet, der Satan hat es direkt gemacht und Gott hat es zugelassen. Deswegen kann man diese Tat auf Gott zuschreiben, weil er es bewusst zugelassen hat. Ja, okay, das macht wiederum Sinn jetzt. Freut mich wirklich, dass du zugehört hast. Dürfen wir dir eine Frage stellen? Ja, gerne, aber ich... Alles gut, er ist korrekt, Urban. Mit Achlag, weißt du.
Das ist korrekt. Ja, ich frage, Bruder, ja. Alles gut, ich frage. Ich frage. Du könntest mir schon Fragen stellen. Oder du sagst lieber, ich habe kein Wissen. Hast du naja, Wissen? Du kannst. Mittelmäßig. Du kannst mich fragen, wenn ich. Okay, na, die Antwort nein, wenn du kein Wissen hast, ich möchte dir keine Frage stellen. Alles gut. Ja, okay. Ja, okay. Alles gut, können wir denn mit dir normal reden? Also nicht beim bestimmten Vers oder sonstiges? Naja, die Frage. Ihr könnt mich auch was fragen, vielleicht. Alles gut. Wieso glaubst du, dass Mohammed der letzte Gesandte Gottes ist? Naja. Also ich glaube an Mohammed, weil er, wie soll ich sagen, in den Hadithen Sachen gesagt hat, die halt heutzutage wahr geworden sind. Okay, okay. Ein Beispiel für uns? Warte. Lass mich ganz schnell was aufschlagen. Ich bin nicht sehr ding. Ich Alles kann gut. Das nicht so gut merken. Tut mir leid. Alles gut. Ich hole mal noch einen Muslim hoch, der kann dir vielleicht helfen. Ja. Der kann vielleicht konkrete Beispiele geben. Ich werde die Frage gerne beantworten. Hallo erstmal. Grüß dich. Also Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ist ein Prophet, weil das, was er prophezeit hat, bis heute eingetreten ist. Er hat gesagt, dass die Menschen Wettrennen machen werden mit Gebäuden, dass die sich immer wieder Wettrennen machen werden. Das sieht man jetzt bei zum Beispiel bei Dubai, dass sie die größten Häuser bauen möchten, die größten. Also wie bei Babel, ne? Und so weiter. So, und dann hat er auch gesagt, dass der Mann zur Frau, der Frau zum Mann wird, ne? So, dass die Frau ihren Gebieter auf die Welt bringen wird. Also sprich, das Kind wird zu seiner Mutter so wie ein Gebieter sprechen. Und aber nicht so viele Punkte, mein Bruder. So 3 reichen locker. Wirklich nicht so viele, damit man darauf eingehen kann. Okay. Genau. Ja, also diese 3 habe ich jetzt super, erstmal. Super. Also die Juden und die Christen sollen Mohammed annehmen. Wieso? Weil er Sachen prophezeit hat und die sind in Erfüllung gegangen, richtig? Die Juden und die Christen brauchen gar nichts anzunehmen. Wir sind ja, aber nee, sollten sie ja, weil Mohammed ja. Ganz kurz. Die Juden und die Christen, wenn sie in der Wahrheit sein möchten, müssen sie Mohammed annehmen als Propheten, richtig? Ja, wenn du Moslem werden willst, solltest also du in der Wahrheit, im Hack. Als dein Gesandter annehmen, richtig, ja. Genau, im Hack. Das bedeutet, wir müssen jetzt Mohammed annehmen aufgrund der Argumentation, dass er Sachen prophezeit hat, die sich erfüllt haben, richtig? Ja, nicht nur das, auch zum Beispiel über nur als Beispiel gerade, das hast du gerade genannt, richtig? Ja, also das ein Punkt. Ja, genau, super, ein Punkt. Aber wusstest du, dass in Deuteronomium 13 in der hebräischen Bibel steht, dass auch der Satan prophezeien kann? Der Satan kann ja sogar in dein Blut reingehen, der flüstert. Perfekt, das bedeutet, wieso sollten wir ihn annehmen, wenn auch der Satan prophezeien kann? Weil der Satan ein offenkundiger Feind ist. Ja, und laut uns ist er auch ein Feind. Also. Weil er das vielleicht offenkundig gesagt hat. Mohammed sallallahu alaihi wa sallam hat niemals gesagt, dass er der Feind der Menschen ist. Ja, das denkst du, aber offenkundig denkst gesagt, du, ja. Hallo, denkst du wirklich, ganz logisch betrachtet, denkst du wirklich, ein Prophet, der weiß, dass er ein falscher Prophet ist, hypothetisch gesehen, laut mir richtig, laut dir hypothetisch also, mal, gesehen, ich greife ihn nicht an. Guck mal, ich sage, laut Christentum ist er kein Prophet, okay, und laut Islam ist er ein Prophet. Das bedeutet, für dich hypothetisch gesehen, nehmen wir an, okay? Es ist laut dir nicht so, aber nehmen wir an. Mohammed ist ein Prophet Gottes, okay? Ist kein Prophet Gottes, sorry. Ganz kurz, bitte unterbrich mich nicht. Mohammed ist kein Prophet Gottes, hypothetisch gesehen laut dir. Würde einer, der die Leute verführen möchte, sagen, dass er die Menschen hasst? Würde das einer sagen? Der würde doch sagen, ey, ich liebe dich, mein Bruder. Und dann in den Rücken stechen. Das bedeutet, das ist kein Argument. Er würde doch lügen. Okay, dann sag mir doch mal, wo Mohammed sallallahu alaihi wa sallam den Menschen schlecht getan hat. Oder schlecht nein, nein, darum geht es nicht. Es als geht darum, als er den Frauen Rechte zugesprochen hat. Alles gut, alles. Es geht doch nicht darum. Es geht um die Botschaft, okay? Es geht um die Botschaft. Wenn ein Prophet, wenn einer Wunder tut, ist er nicht gleich ein Prophet von Gott gesandt. Wieso sollten die Juden, die so eine strenge Schrift haben und Gott diesen Propheten, beziehungsweise Propheten müssen ihn bestätigen, wieso sollten sie Mohammed annehmen, wenn die Schrift sagt, dass der Satan in Deuteronomium 13 auch prophezeien kann. Also Großer, hast du schon mal gesehen, dass irgendein Moslem zu dir gekommen ist, dir eine Waffe an den Kopf gehalten hat und gesagt hat, du musst jetzt Moslem werden? Das hat gar nichts mit meiner Frage zu tun. Also sprich, guck mal, nein, heutzutage ist es so. Das hat gar nichts damit zu tun. Ja, du sagst aber, warum sollen wir denn Moslem werden? Hat dich denn irgendeiner gezwungen? Sei doch Christ. Nein, hallo, es geht um die Wahrheit. Warum sagst du, kein Prophet ist? Ich nehme doch Isa a.s., also Jesus nehme ich auch als Prophet an. Ich habe noch nie gegen Jesus irgendwas beleidigt oder sonst was, mache ich nicht. Das gibt es nicht. Ich liebe Jesus genauso wie Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Warum? Weil Jesus ein Gesandter von Gott ist. Aber darum geht's gar nicht. Hallo, the drunking.
Guck mal, Jesus hat uns selber gesagt, als sie ihn gefragt haben, wann ist das Ende der Welt, hat er gesagt, das weiß ich nicht, das weiß nur der Vater. Okay, okay, bist du fertig? Ja, so, du hast erstmal das Thema komplett verfehlt. Es geht nicht darum, dass die Juden eine Waffe an den Kopf gehalten bekommen von deinem Gott oder deinem Propheten, dass sie es annehmen müssen, bloß sie sollen es annehmen, weil Allah möchte, dass die Menschen gerettet werden, weil er Gott ist und gut, und sie in der Wahrheit kommen sollen. Sollen, nicht müssen, sollen. So bedeutet, wenn die Juden in die Wahrheit kommen sollen und den Propheten Mohammed annehmen sollten, damit sie in der Wahrheit sind, wie können sie ihn annehmen, wenn ihre Schrift ausdrücklich strikt und klar sagt, dass der Widersacher, der Satan, auch als Prophet auftreten kann und falsch und prophezeien kann? Wieso sollten sie ihn annehmen? Das ist keine Begründung. Okay, was hat denn, du sagst ja, Mohammed soll falsch aufgetreten sein, wo denn? Zeig mir doch Belege. Nein, es geht nicht darum, wieso sollten wir Mohammed annehmen? Du stellst das in den Raum, du sagst, nee. Mohammed ist falsch. Nein, du sagst, nein. Mohammed ist Satan, du sagst, Mohammed ist nein. Falsch. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich so nicht gesagt. Guck mal, du musst. Sagst, dass er falsches Spiel gespielt hätte. Guck mal, ja, der Drunk. Nee, sagt, hallo, bleib doch ganz ruhig. Ja, beweis es mir doch. Bleib doch ganz ruhig. Guck mal. Wieso, nochmal, wieso sollten, weil die Juden sollten, Allah möchte ja, dass jeder Mensch rechtgeleitet wird, wieso sollten die Juden Mohammed rational als Propheten annehmen, da er prophezeit hat, wenn laut ihrer Schrift, woran sie glauben, was Allah hinabgesandt hat, wieso sollten sie an ihn glauben, wenn der Satan auch prophezeien kann? Bitteschön. Guck mal, Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat damals mit den Juden sehr viel gearbeitet. Er hat sehr, sehr versucht, sie zum Islam zu bringen. Er hat sogar eine Kuh vor ihren Augen geschlachtet. Diese Kuh ist zur Erde geworden und von der Erde wieder zur Kuh. Er hat ein Kamel aus einem Berg rausholen lassen, also mit Allahs Kraft. Bruder, ich, mein Kopf explodiert. Was redet der Ding die ganze Zeit? Oh mein Gott. Bitte, hört doch mal auf mit diesen Taschenspielergeschichten, bitte. Nenn mal die Quellen bitte dazu. Zu dem alles, was du sagst, nenn mal bitte einfach Quellen. Wir nehmen von Mohammed. Ich habe das Buch gelesen. Da steht auch drin, dass er in die... Ja, Allah. Genau, ich habe das Buch gelesen. Da steht auch, dass er 900 Juden der Barakuresh. Wenn man euch überlegt, dann lässt ihr dich aussprechen, okay? Ihr wisst, dass ich recht habe. Okay, ganz einfach. Mohammed hat niemals etwas Schlechtes getan. Im Gegenteil, er hat... Danke, dass du da warst. Wirklich, das macht keinen Sinn. Ich stell ihn, Bruder, ich stelle ihn dreimal die gleiche Frage. Er geht nicht auf diese Frage ein. Es macht keinen jeglichen Sinn, mit ihm zu debattieren. Ich hol mal den nächsten. Ich habe extra nichts gesagt, aber... Was hat der für Geschichten erzählt? Bitte! Was geht? Ja. Hallo Dia, ja. Ich wollte eigentlich nur kurz jetzt dabei sein. Ich habe jetzt eine kurze Anmerkung. Ich habe auch noch eine Frage an dich. Und zwar, du redest doch ganze Zeit über unseren Islam und so weiter, ganz Zeit schlecht. Allah und redet auch über mich schlecht. Er sagt, ich bin das schlimmste Geschöpf, Sura 98, Vers 6, Sura 8, Vers 5. Wo hat er schlecht geredet? Dia, wo hat er schlecht geredet? Warte, hört mal zu. Du hast gerade gesagt, er hat schlecht über den Islam geredet. Nein, wo hat er schlecht geredet? Nenn mal ein Wort. Ich rede gerade nicht mit dir, Oman, ich rede gerade mit Belgrad. Okay, der Abu Belgrad, frag ihn, wo du was alles Schlechtes gut, alles gut. Alles gut, Dia, ich weiß. Okay, ich will jetzt weiterführen. Dia, du stellst hier Aussagen einfach in den Raum, die nicht stimmen, weil ich nur das sage, was die Bibel sagt. Dementsprechend ist das eigentlich nicht gut, aber ich lasse dich weiterführen, wenn du, ja, ich höre dich, wenn du beim Thema bleibst. Bitteschön. Okay. Ja, danke schön. Ich bestätige ja das, was der Islam über euch sagt. Alles schön und gut, ne? Also ich bin hundertprozentig auch dafür. Aber jetzt ist mein Problem, wo steht in der Bibel haargenau, dass der Islam die falsche Religion ist? Wo steht es? Sag mal, Galater 1,8. Lies vor. Okay, warte. Und der Islam auch noch erwähnt wird. Der ist doch ein allmächtiger Gott. Das Buch dann herabgesagt. Hallo, den Islam gab es nicht zu dieser Zeit. Ja, Jahil. Den Islam gab es nicht. Okay, dann muss doch euer Gott vorwarnen, oder nicht? Vor einer falschen Religion. Hat er. Die beurteilt, dass Isa kein Gott ist, sondern ein Gesandter. Wo steht das in der Bibel? So. Der Islam steht im Widerspruch zum Christentum, richtig? Genau, richtig. Nein, nicht komplett Widerspruch, sondern... Aber es hat Widersprüche. Isa, Gott ist. Es hat Widersprüche, beispielsweise Isa Gott, Kreuzigung, er wurde nicht gekreuzt, er ist nicht der Sohn Gottes, genau, Paulus ist kein Apostel. Genau, das bedeutet, es hat Widersprüche, okay. Galater 1,8. Jedoch, auch wenn wir selbst oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündeten, als das,
dass wir verkündet haben, er sei verflucht. Was ich euch gesagt habe, das sage ich euch nochmal. Wer euch ein anderes Evangelium verkündet, im Widerspruch zu dem, das ihr angenommen habt, er sei verflucht. Ist das ein Widerspruch? Okay, warum ist da jetzt nicht explizit Islam erwähnt? Okay, ich erklär's dir. Okay, ich erklär's dir. Also erstmal kannst du die Antwort. Ich erklär's dir. Dir, willst du die Antwort? Ich erklär's dir, okay? Hätte Gott gesagt, was er tun könnte? Islam. Denkst du, der Islam hätte sich Islam genannt? Der hätte sich doch denn keine Ahnung was genannt. Dementsprechend ist das Argument hinfällig, Islam weil er bedeutet Hingabe zu Gott. Lass mich doch ausreden. Dann hätte er doch ganz einfach gesagt, der Autor des Korans oder wer auch immer, hätte er denn die Religion nicht Islam genannt oder sonstiges, sondern er hätte ihn einen anderen Namen gegeben, damit er in diesem Vers nicht vorkommt. Aber Paulus schließt hier Paulus schließt hier den Islam aus, weil wir sehen in der Apostelgeschichte, jeder, der Christus angenommen hat, was bezeugt er? Dass Christus der gekreuzigte Herr und Sohn Gottes für unsere Sünden ist. Bedeutet, der Islam steht im Widerspruch zu dem und Paulus hat den Islam prophezeit. Du kannst antworten. Dir eine Frage, wie viele Religionen haben wir auf der Erde? Darf ich weiter? Ich rede nicht mit Urban. Nein, das ist unfair. Du willst explizit. Ich rede gerade normal und der unterbricht mich. Genau. Ich frage dich, ich debattiere mit. Es ist überhaupt keine Debatte. Respektiere die Leute. Du bist hochgekommen, es sind mehrere Leute. Ibn Aisha kann auch dazu was sagen. Das ist ja kein Problem. Du willst unbedingt die Erwähnung von Islam. Wir haben 3000 Religionen auf der Welt, aktuell. Und dieser Vers ist für alle Religionen, die auf der Erde sind, dass alle falsch sind, außer das Evangelium, was verkündet wurde. Dann hätte Gott 3000 Religionen erwähnen müssen. Der Islam ist das Anfang und das Ende. Der Islam gab es schon vor dem Christentum und vor dem vor der Tora. Ja. Okay. Ja. Aber Diana, du musst uns das. Ich wollte aber weiterführen, aber ihr okay, alles gut. Die ganze Zeit. Führ weiter. Okay, danke schön, Belgrad. Guck mal. Worauf ich hingehen wollte, und zwar, der Islam erwähnt euch explizit. Das Christentum erwähnt euch der Islam. Das ist der gravierende Unterschied, was der Islam und der Christentum von sich selber behaupten. Das Christentum erwähnt nicht den Islam, sondern jetzt gerade hat der Urban gesagt, mehrere Religionen anscheinend, aber der Islam erwähnt explizit euch. Warum? Okay, kam der Islam nach dem Christentum laut uns? Laut uns? Laut euch, ja. Okay, kam der Islam nach dem Christentum... Guck mal, der Islam kam nach dem Christentum laut uns, damit auch der Koran, weil mit Koran laut uns der Islam kam. Bedeutet, würde Paulus sagen, den Islam würde er keine einzige Person ansprechen, weil keiner zu dieser Zeit laut uns Muslim war. Checkst du das? Oder warum erwähnt der Koran nicht die Sabäer? Diese Karte zieht aber nicht. Das kannst du auch mit den Juden sagen. Die sagt durch die Zoroastrier. Glauben die Juden. Ja, warum erwähnt der Koran nicht die Zoroastrier? Die beten auch nur einen Gott an, einen unitarischen Gott. Sind die jetzt auch falsch? Laut deinem Maßstab, muss man eine Religion bzw. eine Glaubensrichtung speziell erwähnen, damit sie als falsch deformiert wird. Habe ich das richtig verstanden? Aber warum? Habe ich das richtig verstanden? Dich, warum? Hallo, habe ich Diyar, Diyar, bitte nicht flüchten. Nein, Diyar, 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 bitte. Ich flüchte doch nicht. Wir machen das schnell. Muss der Islam, muss allgemein der Gott sagen, dass eine bestimmte Glaubensrichtung falsch ist und ihn mit Namen erwähnen, damit dieser falsch ist, ja oder nein? Okay, zur damaligen Zeit, was war die größte Religion? Nein, bitte antworte. Nein, was war die größte Religion neben dem Islam? Bitte antworte. Gegenfrage. Was war die größte Religion neben dem Islam? Das hat nichts. Guck mal, eine Gegenfrage macht Sinn, wenn deine Gegenfrage was mit meiner Frage konkret zu tun hat. Nein, hat's nicht. Weil meine Frage ist eindeutig. Muss ein Buch speziell eine andere Glaubensrichtung mit Namen erwähnen, damit diese als falsch erklärt wird? Das ist meine Frage. Zur damaligen Zeit gab es viele irregeleitete Christen.
Hat nichts damit zu tun. Es gab keine Muslime zu dieser Zeit. Antwort auf deine Frage. Gab es Muslime zu dieser Zeit laut uns? Zu unserer Offenbarung meine ich das. Ja, es hat nichts damit zu tun. Meine Frage ist nochmal, letztes Mal meine Frage. Meine Frage ist, muss ein Buch eine Glaubensrichtung speziell erwähnen und sie speziell mit Namen als falsch identifizieren, damit sie als falsch gilt? Ja oder nein? Natürlich muss sie das, weil der Islam gegen euch schießt. Okay, okay, danke schön. Das ist die einzige Religion, die gegen euch schießt. Okay, danke schön. Dia, du hast erstmal bestätigt, dass der Islam schießt und hetzt. Erster Punkt. Der zweite Punkt. Ich bestätige das. Hallo, ich bestätige, lass mich ausreden. Ich bestätige, lass mich ausreden. Unwahrheit, keine Angst. Keine Angst. Ich sage, keine Angst. Dass der Islam eure Lass mich die Frage stellen. Lass mich die Frage stellen. Lass mich die Frage stellen. Das meine okay. ich. Okay, wo erwähnt Allah im Koran, dass Hinduisten falsch sind? Das sind Götzendiener. Ja, das wollte Dia, ich sagen. Wo erwähnt? Das sind Götzen, wo, nein, nein, Ernst? Hallo, nein, nein, es geht nicht nein, darum. Es geht, nein, nein, namentlich, du hast gesagt namentlich. Namentlich, wo ich erwähnt? Ich bin keine 2000 Religion namentlich. Ganz kurz, guck mal. Diyar, das bedeutet, unter Götzendiener sind automatisch die Buddhisten eingeschlossen, aber sie werden nicht mit Namen erwähnt, richtig? Okay, aber erwähnt. Na, hallo, ja, ich, ja oder nein? Ich kenne mich jetzt mit dem Buddha nicht aus. Ja erwähnt oder nein? Erwähnt Bücher den Islam? Ja oder ja nein? Ja oder nein? Nein, nein, Dia, das nein, hat nichts damit. Nein, 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 nein. Hallo, nein, Dia. Erwähnt Bücher den Islam? Ja Dia, oder nein? Das ist, du blamierst dich gerade, das ist doch peinlich. Nein, ich blamiere mich nicht. Guck mal, die Frage ist wirklich konkret gestellt. Wir reden hier gerade nicht konkret über den Buddhismus. Du hast gerade gesagt, eine Glaubensgemeinschaft muss speziell mit Namen ausgesprochen werden. Dann frage ich dich, wo werden denn Hinduisten bzw. Buddhisten erwähnt? Du hast gesagt, sie sind was? Unter den Götzendienern vertreten. Das bedeutet, Götzendiener inkludiert was? Buddhismus. Ich sage, anderes Evangelium als das, was wir verkündet haben, inkludiert was? Islam. Somit, wenn du mit dem gleichen Maßstab rangehst, bei dir sowie bei mir, hast du dich selber widerlegt. Du darfst antworten. Warum? Wo habe ich mich selber widerlegt? Du darfst immer antworten. Du mit deinem Psychospielchen. Kannst du antworten? Ich kann antworten. Bitteschön. Das ist lächerlich, ich schwör's dir. Auf jeden Fall, meine Religion, unsere aller Religion eigentlich, behauptet ganz einfach, dass es nur einen Gott gibt und dass man zu diesem Gott beten sollte. Das hat nichts mit meiner Frage zu tun. Gott, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Nein, Dia, das ist nicht meine Frage. Er herabgesandt hat. Ja, das ist nicht meine Frage. Dia, ich muss dich stumm, du predigst. Ich will, dass du meine Frage beantwortest. Wieso gehst du mit einer Doppelmoral an meine Frage heran? Dia, weil du nicht auf meine Frage angehst. Meine Frage ist konkret. Wieso sagst du, dass es bei dir okay ist, dass mit Götzendiener Buddhisten inkludiert werden, aber bei mir falsch, dass mit Widerspruch zum Christentum okay. keine Kreuzigung, kein Sohn Gottes, der Islam nicht inkludiert ist? Bitteschön. Soll ich dir sagen, warum? Bitteschön. Gibt's Propheten? Gibt's Propheten in der Buddha-Lehre von uns? Bitteschön, antworte. Gibt's sowas? Gibt's sowas? Bitte antworte, es hat nichts mit dem Thema zu tun. Es hat absolut... Gibt es Propheten in dem Buddha? Hallo. Es hat nichts mit dem Thema zu tun. Isa, ihr benutzt Isa. Hallo, und wir hallo. Müssen doch darauf antworten, oder nicht? Hallo, ihr seht ihn als Gott heran. Hallo, es hat nichts, absolut gar nichts mit Natürlich. Dem Thema zu tun. Die Fragestellung noch einmal, ein letztes Mal, damit du es verstehst. Du hast gesagt, dass eine Religion namentlich was erwähnt werden muss, damit sie angesprochen wird. Dann habe ich dich gefragt, wird der Buddhismus direkt im Koran bzw. im Islam angesprochen? Du meintest nein, aber unter was? Unter den Götzendienern sind Richtig. Sie was? Vertreten. Das Richtig. Bedeutet, mit Götzendienern erwähnt man sie nicht namentlich, aber sie fallen unter das Kriterium. Bei Galater Kapitel 1, Vers 8 wird nicht namentlich der Islam erwähnt, aber was wird erwähnt? Das Kriterium. Was ist das Kriterium? Das Kriterium ist, dass es dem Christentum widerspricht. Was tut der Islam? Er verwirft die Sohnschaft Jesus, er verwirft die Taufe Christi, er verwirft, dass Christus der Sohn Gottes, Gott im Fleisch ist. Bedeutet, er steht im Widerspruch zum Evangelium. Jetzt ist meine Frage, wieso ist es bei dir okay, mit Götzendiener Buddhisten zu inkludieren, aber mit Widerspruch zum Christentum nicht den Islam? Bei mir, bitteschön. Ich kann diese Frage nicht mit Ja oder Nein antworten, weil das Ja, dann antworte jetzt, bitte. Kann ich nochmal antworten? Bitte antworte, geh auf diese okay. Frage ein, nicht predigen. Okay, ich gehe auf diese Frage rein und ich predige jetzt nicht, okay? Guck mal, der Islam und das Christentum haben doch Gemeinsamkeiten, oder nicht? Oder nicht? Ja oder nein?
Hallo? Du blamierst dich gerade dir. Ich bitte nicht. Nein, das haben Sie Gemeinsamkeiten, ja oder nein? Warte, darf ich antworten? Das ist nur eine Frage. Haben Sie Gemeinsamkeiten, ja oder nein? Nein, guck mal, wenn. Nein, warte, ich darf antworten, Bruder, bitte. Antworte. Wenn du auf Gemeinsamkeiten rausgehst, ihr habt mehr Gemeinsamkeiten mit den Zoroastriern wie mit uns. Also fang bitte nicht mit Gemeinsamkeiten an, ja bitte. Nee, ich meine mit Gemeinsamkeiten Personen, Isa und so weiter, Mose und so weiter. Propheten halt. Hört ihr mich? Du weißt schon, dass Buddhisten. Ganz kurz, du weißt auch, dass Buddhisten an Jesus glauben, ne? Buddhisten glauben an Jesus? Ja. Es gibt gewisse Gruppierungen. Ja. Also hast du dich selber widerlegt. Es gibt bestimmt andere Götzendiener, die nicht an Jesus glauben. Nein, also ja, aber es geht gerade um Buddhisten. Also werden sie nicht erwähnt in dem Vers? Die glauben doch an Götzen. Die beten an Götzen an. Ja. Ist das gerade dein Ernst? Super. Ja, das ist. Hallo, ganz laut. Ist Jesus eine Götze? Laut mir nicht, laut dir? Auf gar keinen Fall. Also bin ich kein Götzendiener. Dankeschön. Hä? Aber du hast doch gemeint, dass man bin ich Götzendiener? An Jesus glauben. Bin ich Götzendiener? An Jesus? Ja. Bin ich Götzendiener? Du bist Menschenanbeter. Also bin ich Götzendiener? Was ist der Unterschied, wenn man jetzt eine Statue anbetet und einen Mensch? Was ist der Unterschied? In diesem Parameter bist du ein Götzendiener. Super. Also ist Jesus eine Götze, Dier? Nein, was ist der Unterschied? Ist Jesus eine Götze? Einen Menschen anbetest oder eine Götze? Nein, Dier. Ist Jesus eine Götze? Auf gar keinen Fall ist Jesus eine Götze. Also bin ich kein Götzendiener. Aber du bist ein Menschenanbeter. Also bin ich kein Götzendiener, richtig? Du bist ein Menschenanbeter. Also ist ein Menschenanbeter? Bitte. Du bittest einen Menschen. Okay, warte, lass dich mit deinem Achi reden. Dein Achi korrigiert dich jetzt. Ja, bitte, darf ich reden? Also du betest ja Jesus an, ne? Genau, du redest mit deinem Bruder jetzt, wieso ich ein Götzendiener laut Islam bin. Also wenn du den Jesus anbetest und nicht Gott selber, dann ist es halt in dem Parameter halt, du bist ein Götzendiener halt. Aber wieso sagt Diyar, dass ich kein Götzendiener bin? Ibn Aisha hast einen Koran bei dir? Ganz kurz, wieso sagt Diyar, dass ich kein Götzendiener bin? Ja, aber ich aufblättern, tut mir leid. Nein, ein Götzendiener, was ist der Unterschied zwischen Götzendiener und Menschenanbeter? Sag mal. Nix. Nix? Okay, dann bist du ein Götzendiener. Also laut dir? Ja, also laut dir? Ja. Beten wir einen Menschen an? Nein, weil du sagst, es gibt keinen Unterschied. Das heißt dann für mich, du bist ein Götzendiener. Diyar, ich meine laut Islam, wir sprechen ja gerade aus islamischer Sicht. Laut islamischer Sicht gibt es dort keinen Unterschied, richtig? Laut islamischer Sicht bist du ein Menschenanbeter. Und somit ein Götzendiener, richtig? Laut islamischer Sicht. Wenn du mir sagst, dass zwischen Götzenanbeter und Menschenanbeter gar keinen Unterschied gibt, dann ja. Ich meine laut Islam, frage ich dich. Ja, ich habe doch gerade gesagt, dann ja. Super, das bedeutet, wir beten Jesus eine Götze an, richtig? Ist Jesus eine Götze? Nein. Ah, ich dachte, wir sind Götzendiener. Freiwilligen Stücken, das heißt ja nicht, ich dachte, wir sind Götzendiener. Falsch, ich dachte, wir sind Götzendiener. Ach so, aber ganz kurz. Also bei den Buddhisten ist das nicht anders, weil das war mein Thema, worauf wir jetzt zu Grill greifen. Du hast gerade gesagt, wir glauben an dieselben Personen wie was? Wie wir Christen. Ihr glaubt an Isa? Ganz kurz. Ich habe gesagt, ein paar Gemeinsamkeiten. Genau, und Personen. So, ja. Isa, ihr glaubt an Isa, wir glauben an Jesus. Dann habe ich gesagt, die Buddhisten, gibt es Gruppierung, sie glauben auch an Jesus. Da hast du gesagt, aber nicht wie wir, sondern als Götze. Aber wir, laut dir, haben ihn auch als Götze. Bedeutet, du kannst nicht mit der Argumentation leben. Da was? Da Isa laut Islam für uns eine Götze ist. Bitte geh darauf ein. Du hast jetzt gerade drei Themen vermischt. Ich weiß jetzt nicht, auf welches Thema ich... Wenn das zu hoch für dich ist, dann kann ich mein Deutsch runterschrauben. Gar kein Problem. Der Koran hat ja kein Problem damit, dass wir Jesus anbeten. Der Koran hat überhaupt kein Problem damit. Ich verstehe nicht, ihr argumentiert gegen eure eigenen Schriften. Ich habe gerade verstanden, aber er vermischt gerade drei Themen ineinander. Ich habe gefragt, diese Götzenanbeter, diese Buddhisten, das wusste ich nicht, dass die Jesus auch, manche Sekten davon auch Jesus anbeten. Das habe ich nicht gewusst. Bin nicht ich anbeten, ganz sondern anerkennen. Anerkennen, okay. Mhm. Und daraufhin meinst du, dass automatisch, dass Jesus eine Götze ist, laut meiner Schlussfolgerung. Und das ist dein Punkt. Nein, das ist nicht. Das ist doch dein Punkt, oder nicht? Mein Punkt ist, dass Jesus eine Götze ist. Nein, um Gottes Willen, nein. Ich meine, laut euch, weil du hast ja gerade gesagt, die Buddhisten sind Götzendiener. Ich habe gesagt, bei den Buddhisten wird auch Isa inkludiert. Du hast gesagt, das zählt nicht, wieso? Weil er eine Götze ist. Aufgrund dieser Argumentation berufe ich mich. Und dann kannst du nicht sagen, dass wir an die gleiche Person glauben. Da was? Da Isa bei uns, laut euch, eine Götze ist, was er nicht ist, laut uns. Bedeutet, du kannst mit dieser Argumentation nicht fortführen. Nein,
Dann hast du mich falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, dass Isa eine Götze ist, erstens. Und das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe auch nicht gesagt, dass... was? Guck mal, Isa, wir machen Isa zur Götze laut euch, richtig? Ja, macht ihr. Das bedeutet, ganz kurz, ich habe aus deiner Sicht gesprochen. Die Buddhisten sagen auch nicht, dass es eine Götze ist. Darum geht es ja. Wir sprechen aus der Sicht der jeweiligen Religion. Die Buddhisten sagen auch nicht, dass Isa bei ihnen eine Götze ist. So, dementsprechend kannst sondern du nicht... Sondern was sagen die Buddhisten? Sondern, sie sagen auf jeden Fall nicht, dass er eine Götze ist. Es geht darum, dass er keine Götze ist. Das ist der Hauptpunkt. Er ist keine Götze. Guck mal, es geht darum, dass er keine Götze ist. Das ist der Hauptpunkt. So, und dementsprechend kannst du ihn, wenn du sagst, dass er dort nicht als Person zählt, wie du es vorhin gesagt hast, aber jetzt wahrscheinlich deine Aussage zurücknehmen tust, ich habe die Aufnahme, dass er bei uns nicht als eine Person laut euch zählen kann, da wir ihn laut euch, was, als Götze nehmen. Bedeutet, du kannst mit dieser Argumentation nicht fortführen, wenn du konsistent bleibst, aber das tust du nicht. Ich bleib konsistent. Was heißt konsistent? Immer für das Gleiche bleiben. Halt Dankeschön. Aber wieso bleibst du nicht immer für das Gleiche? Ich bleibe immer für das Gleiche, aber das Problem ist, du verstehst mich falsch. Ich sage nicht, dass Isa eine Götze ist, sondern objektiv betrachtet, jetzt dritte Person betrachtet, dass ihr einen Menschen anbetet. Verstehst du mich? So. Das ist jetzt objektiv betrachtet. Okay, wir beten einen an, der Hände hat, richtig? Ja, das tut die Götze. Hat dein Gott Hände? Mein Gott hat Gott Hände, aber... Ah, was? Aber göttlich betrachtet. Also göttlich. Verstand. Also hat er göttliche Hände. Betrachtet. Also hat er göttliche nein, Hände, richtig? Das kannst du nicht mit deinem Verstand eingrenzen. Okay, wenn du... Ganz kurz. Die Hände Allahs, subhanahu wa ta'ala, gehören zu ihm, richtig? Die Hände Allahs kannst du nicht mit deinem menschlichen... Nein, das ist nicht meine Frage. Betrachten. Guck mal, ich stelle die Frage. Guck mal, ich stelle... auch nicht darüber reden. Oder auf Belgrad kann ich kurz was reinwerfen. Mach. Dir sagt, wir können uns das nicht vorstellen, ne? Wie Allahs Hände aussehen. Es gebührt uns nicht, das mit unserem menschlichen Verstand vorzustellen. Stell dir mal vor, jedes Mal, wenn die fragen, wie die Trinität ist, wie die Beziehung zwischen Gott ist, zwischen seinen Naturen, da würden wir doch einfach antworten, das gebührt uns nicht, es mit unserem menschlichen Verstand uns vorzustellen. Das ist ein Geheimnis bei Gott. Wie falsch, seine zwei rechten Hände Mensch aussehen, sein Schienbein, seine Finger, seine Zähne. Ja, entscheidet euch mal. Wurde Jesus von den Jüngern gesehen? Ja. Ist Jesus auf Toilette gegangen? Ja. Ja, aber Mohammed hat selber Allah gesehen. Hat Jesus gegessen? Ja oder nein? Im Abendmahl. Mohammed hat selber Allah gesehen in Form eines jungen Mannes mit grüner Kleidung und lockigen Haaren. Wo steht? Das ist ein Hadith. Der ist authentisch, Ibn Taymiyyah, ich kann dir gerne geben, natürlich. Ich fahre gerade Auto und ich halte gleich um. Ich rede mit dem weiter, oder man gibt euch gleich die Quelle, aber die Argumentation, guck mal, die Argumentation, worauf wir uns berufen, der Hauptpunkt war, wieso, wir gehen nochmal zurück zum Hauptthema, wieso wir Mohammed nicht annehmen sollten, okay? Und da hast du gesagt, wo warnt denn der Christentum vor einem Mohammed bzw. einer anderen Botschaft? Dann habe ich dir was gebracht, Galater Kapitel 1, Vers 8. Dort steht jedes andere Evangelium, das im Widerspruch zum Christentum steht, so das, was wir verkündet haben, ist, der das verkündet, der sei verflucht. Bedeutet, laut dem ist der ein anderes Evangelium verkündet, verflucht. Dann frage ich dich, nein, unterbrich mich. Okay, wieso steht nicht explizit Buddhismus? Ist der Buddhismus wieso steht nicht explizit Buddhismus? Nicht flüchten jetzt. Jetzt habe ich dich. Wieso steht nicht explizit der Buddhismus? Bitte antworte. Wo steht der Buddhismus? Bitte schön. Ist der Buddhismus jetzt für dich ein Evangelium? Nein, antworte. Ist eine Religion? Ist dann gerade dein Ernst? Ein anderes Evangelium, ist richtig. Jetzt ein anderes Buddhismus bezieht sich nein, auf nicht flüchten. Nicht flüchten. Ist der Buddhismus falsch? Komplett falsch, ja. Okay, wo erwähnt Allah namentlich den Buddhismus? Götzendiener. Okay, Widerspruch zum Evangelium. Was für Widerspruch? Okay, ganz klar, sagt der Islam, ganz kurz, sagt der Islam, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde? Das sagt der Islam. Ist das ein Widerspruch zum Christentum? Ganz klar und deutlich. Also steht das im Widerspruch zum Christentum, richtig? Ja, und das also ist er damit gemeint, Islam richtig? Und der Koran auch. Das erwähnt also, auch der Islam. Super, also ist er damit gemeint, der Islam, richtig? Nicht den Islam. Nein, okay? Den Islam gab es nicht, ja, Jahil. Du kannst nichts erwähnen, was nicht da war. Was bist du da?
Der Islam war nicht da. Der Koran sagt doch, guck mal, erstens. Aber das sagt der Koran. Hallo? Okay? Nein. Dir, du bist ein Jahil, du hast gar keine Ahnung. Nein. Zweitens, der Koran erwähnt doch gar. Guck mal, wenn der Koran selber sagt, dass Jesus Isa nicht gekreuzigt worden ist, sondern es erschien ihnen so, dann ist doch ein ganz klarer Widerspruch zu eurer Religion, oder nicht? Genau, sagt, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Und der Sohn Gottes. So, super. Genau. Das bedeutet, er steht im Widerspruch, richtig? Genau, ja. Also meint er hier auch den Islam, weil er unter dem Kriterium fällt, richtig? Wie, er meint hier auch den Islam? Auch der Islam ist hier inkludiert. Wieso? Er fällt unter dem Kriterium Widerspruch. Wieso ist der Buddhismus im Götzendienst inkludiert? Weil er Götzendienst ist. Wieso ist der Islam im Widerspruch inkludiert? Weil er im Widerspruch steht, richtig? Der Islam sagt sich, das sagt er. Steht er im Widerspruch zum Christentum? Der Islam sagt es doch von sich selber aus. Also ist der Islam auch mit diesem Vers gemeint, richtig? Er korrigiert er euch. Nein. Ist der Islam. Hallo. Warum soll ich Hallo? Nein, nicht zittern. Nicht zittern. Ist in Galater Kapitel 1, Vers 8 und 9 auch der Islam gemeint? Kannst du mir nicht sagen, weil der nicht explizit. Nein, ich sag ja. Okay, wo steht explizit Buddhismus? Wo steht explizit Buddhismus? Bei uns. Wo? Götzenanbeter. Okay, Widerspruch steht explizit bei uns. Im Christentum, warum versteht Hallo? Nicht? Nein, die wir erwähnen doch euch. Erwähnt ihr den Buddhismus? Erwähnt ihr den Buddhismus? Erwähnt ihr den Buddhismus? Es gab euch nicht. Checkst du nicht? Laut uns Christen und Juden gibt es den Islam. Es ist warnt dann ganz kurz. Gott nicht darauf. Lass mich doch antworten. Der Islam, den gab es erst 600 nach Christus, laut wem? Laut den Juden und den Christen, und auch historisch, aber das sind andere Sachen. Laut den Juden und den Christen bedeutet, wenn der Islam kann nicht namentlich erwähnt werden, wieso? Weil diese Briefe auch an gewisse Personen gerichtet sind. Wenn dort steht Islam, wird damit keiner angesprochen, wieso? Weil es den Islam zu dieser Zeit laut uns nicht gab. Bedeutet, würde dort stehen Islam, bringt es nichts, weil es den Islam nicht gab. Deswegen sagt Paulus, was im Widerspruch steht zu dem, und der Islam, hast du selber zugegeben, steht was im Widerspruch zu dem, bedeutet, der Islam ist nicht inkludiert. Jetzt beantworte meine Frage. Wieso sagst du, dass der Islam nicht inkludiert ist? Und wenn du sagst, dass er inkludiert ist, dann habe ich dir einen Vers gegeben. Bitteschön. Hallo? Hört ihr mich? Bitte antworte. Hallo? Jetzt. Oder mach mich dann bitte groß, ja, damit wir mal das Thema... Lass ihn zuerst antworten. Antworten. Ich habe ganz deutlich gesagt, dass der Islam das von sich selber aus behauptet, dass das so ist, okay? Du verdrehst die ganze Zeit meine Worte, das ist das Problem daran. Und du willst nicht verstehen, dass der Islam korrigiert. Dass der Islam eure Bücher korrigiert. Eure 72 Evangelien oder wie viel Stück es da antworten? Gibt. Bitte, das ist nicht meine Frage. Das ist nicht meine Frage. Beantworte doch das ist, nein, Zeit beantwortest du nicht. Das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, der Islam inkludiert in Galater 1,8? Nein, ist er nicht. Weil da steht nicht ganz klar. Wo steht ganz klar und deutlich Buddhismus im Koran? Das ist Quatsch, weil Buddhisten sind Götzen. Nein. Wo, okay, ihr seid im Widerspruch. Wir sind nicht im Widerspruch. Also, das doch okay, glaubt ihr? Unseren Schriften, glaubt ihr? Ganz kurz. Also, glaubst du? Nein, nicht flüchten. Bruder, guck mal, Bruder, bitte. Ist Jesus der Sohn Gottes? Laut euch. Ja, also steht es im Widerspruch zum Islam? Ja, steht es. Also ist der Islam damit gemeint? Was ist das? Bro, der Islam. Nein, ist der Islam damit gemeint? Ist der Islam damit gemeint? Schon vor eurem. Nicht flüchten. Ist der Islam damit gemeint? Bitte antworten. Entstumm dich, antworte, nicht flüchten. Warum stummt ihr mich? Jetzt hab ich dich, Kollege. Ist der Islam damit gemeint? Warum stummt ihr mich? Hallo. Weil du nicht antwortest. Antworte. Ja, warum stummt ihr mich aber? Antworte. Ich wollte gerade antworten, aber antworte. Ich habe nicht Nein, du willst nicht antworten. Antworte. Doch, ist der Islam damit gemeint? Antworten. Ist der Islam damit gemeint? Der Islam ist nicht damit gemeint, weil es da nicht explizit draufsteht. Okay, wo steht explizit Buddhismus? Das kannst du nicht ziehen, diese Karte. Wieso? Weil es nicht geht. Wieso? Die Frage kannst du nicht stellen. Wieso? Weil das nicht geht. Weil Götzenanbeter sind die Buddhisten schon im Begriff. Okay, ihr seid im Widerspruch. Das seid ihr, der Islam. Nein, wir sind nicht im Widerspruch. Okay, ist Jesus der Sohn Gottes? Weil es in eurem Schrift steht, dass es so ist.
Ist Jesus der Sohn Gottes? Ist Jesus der Hallo, ist Jesus der Sohn Gottes? Das hat keinen Sinn. Bruder, das hat irgendwie keinen Sinn. Der stellt sich mit Absicht dumm. Der stellt sich mit Absicht dumm, Bruder. Das ist ein Jahil. Das ist, er wurde widerlegt und zieht die Karte, ich bin dumm, ne? Ja. Guck mal. Der Gesandte Gottes, möge Gott ihn segnen und mit ihm zufrieden sein. Ich sah meinen Herrn in der Gestalt eines jungen Mannes mit Haaren und einer Fülle lockiger Kätzchen auf einer grünen Wiese, also mit grüner Kleidung, das ist eine schlechte Übersetzung. Abdullah ibn Abbas, aktuelle Sitz von Ibn Taymiyyah, Hadith Sahih, Hadith Sahih. Wo steht das? Bayan Tablis al-Jamia. Nummer, also Band 7, 290, zusammengebracht, Hadith Sahih. Findet ihr auf Seite dora.net. Allah ist ein junger Mann mit lockigen Haaren und grüner Kleidung. Ich habe es nur schlecht übersetzt. Deswegen, auch Mohammed hat Allah gesehen. Aktualisiert von Ibn Taymiyyah. So, Sahih, Sahih. Was sagst du dazu, Ibn Aisha? Also, was, kann ich kurz den... Kannst du kurz dir das nochmal, wie heißt es, zeigen, damit ich mal selber gucken kann? Oder kannst du Ding, Abu Belgrad, kannst du vielleicht... Also, ein junger Mann mit lockigen Haaren, also die Haare wurden als Kätzchen übersetzt und grüne Wiese heißt eigentlich grüne Kleidung. Das ist schlecht übersetzt, aber vielleicht kannst du Arabisch, zeig dir auf Arabisch. Ich kann kein Arabisch, tut mir leid. Ja, aber dieser Hadith kennt eigentlich jeder. Also jeder Muslim sollte den kennen. Mohammed selber hat Allah gesehen, er hat sich ihm gezeigt. Als junger Mann mit lockigen Haaren und grüner Kleidung. Aktualisiert zum Ibn Taymiyyah. Abu Belgrad, ich kann dazu gerade nichts sagen, aber kannst du vielleicht mein Bruder oder Schwester vielleicht in den... vielleicht hinzufügen, die gerade schwache Hadith unterschreibt. Weil sie hat mehr Wissen, oder er oder sie hat wahrscheinlich viel mehr Wissen. Da stand Sahih, da stand Sahih, warte, da stand Sahih, der Hadith Sahih, der ist nicht schwach, der ist Sahih, mein Freund. Authentisch. Alles gut, Bruder, ist korrekt. Ibn Aisha, ja. Bruder, ist okay, wenn du nicht antworten kannst, überhaupt nicht schlimm, weil wir sind hier nicht alle allwissend. Ich merke, du bist sehr korrekt, ne? Wenn du willst, ich kann dir, Wir schreiben dann, okay? Wenn du Fragen hast oder so, du kannst mir gerne schreiben über das Christentum. Ich merke mir deinen Namen, dass ich deine Fragen nicht vergesse und dann können wir auch gerne mal sprechen oder sonstiges, okay? Okay, aber warte. Du bist ja korrekt, ja. Aber warte, ganz kurz, bevor ich runtergehe. Ja. Ich habe noch eine Frage. Kannst du Corinthians 11, 6 erklären? Welchen Korinther? Erster, ne? Ich kenne ja, 1. Korinther 11, 6. Mit Haupt Christus von Haupt von Christus ist Gott, ne? Tut mir leid, also, aber da steht das. Achso, ne, das ist was anderes. Ich kenne das, okay, ich lese vor. Ja, okay. Ich kann es vielleicht das erklären, das hast du vielleicht oft gehört. Ja, ja. Ich lese im Kontext ab Vers 5. Jede Frau aber, die betet oder prophetisch redet und dabei ihr Haupt nicht verhüllt, entehrt ihr Haupt. Sie unterscheidet sich dann in keiner Weise von einem Geschorenen. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, soll sie sich doch gleich scheren lassen. Ist es aber für eine Frau eine Schande, sich die Haare abschneiden oder kahl scheren zu lassen, dann soll sie sich auch verhüllen. Guck mal, das ist eine sinngemäße Aussage, das ist eine Redewendung, die er macht. Das bedeutet, das ist so, als wenn ich zu dir sage, okay, du spielst im Verein Fußball, okay? Und wenn ich zu dir sage, wenn du dir keine Mühe gibst, dann brauchst du eh nicht spielen. Das heißt nicht, dass du eh nicht spielen sollst direkt, sondern es ist eine sinngemäße Redewendung. Das bedeutet, es macht keinen Sinn, ihr Haupt nicht zu bedecken. Wieso? Da sie lange Haare hat. Beim Gottesdienst. Das ist eine Redewendung. Okay, okay. Ja. Genau. So legen es auch die Kirchenväter aus und ich wünsche dir auch einen schönen Tag, ja? Warte. Kannst du vielleicht erklären, was ein Kirchenvater nochmal ist? Ein Kirchenvater ist jemand, der apostolisch auf die Apostel zurückzuführen ist, zu den ersten Konzilien dabei gehört, okay? Und halt die Väter, die ältesten Kirchenlehrer sind und deswegen nennen wir die wie? Vater der Kirche, deswegen Kirchenväter. Nach dem 4., 5. Jahrhundert gibt es keine richtigen mehr, sondern sie nennt man Doktoren. Väter sind halt die Väter der Kirche, der Ursprung der Kirche. Okay, okay. Ja, okay. Genau. Und tut mir leid, dass ich mit so vielen Fragen komme. Aber
woher wollt ihr wissen, dass Paulus, ich denke, das ist der, der alles aufgeschrieben hat. Woher wollt ihr wissen, dass er das nicht verfälscht hat? Super. Guck mal, ein Lügner, was würde ein Lügner tun? Er würde sich selber groß darstellen, richtig? Er würde lügen, um sich groß darzustellen. Was sagt Paulus? Paulus sagt, dass Christus viel größer ist als er. Er sagt selber in Philipper 1, dass er Todesangst hat, weil er verfolgt wird. Und das tut er nur für wen? Für Christus. Das bedeutet, er redet sich selber schlecht. Er sagt selber, in mir wohnt nichts Gutes. Aber der gut ist, ist der Herr Christus. Das bedeutet, wenn er ein Lügner wäre, wieso sollte er in dieser Lüge sich selbst erniedrigen vor Christus, der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wieso sollte er denn für ihn sterben? Wenn er sagt, der Tod, das Christus für mich das Leben und der Tod ein Gewinn. Wieso sollte er das sagen, wenn er lügt und nicht überzeugt davon ist? Macht doch gar keinen Sinn. Ist der Ibn Aisha, Paulus war ein nicht Märtyrer. Islam, Bruder. Er wurde umgebracht. Also, okay. Nee, Paulus war ein Märtyrer. Er hat sich geopfert für diese Religion. Genau, nicht für sich, sondern für Christus. Er hat sich nicht bereichert, nicht einen einzigen Cent. Er hatte gar keinen Besitz. Und davor war er ein reicher Mann, ein mächtiger Mann, ja? Er hat alles aufgegeben für Jesus Christus und ist am Ende als Märtyrer in den Tod gegangen. Das alles für eine Lüge, die er erfunden hat. Er war ein anerkannter Mann, er war ein Gelehrter. Er hat die Griechen debattiert. Er hat die Philosophen debattiert und so die Religion verbreitet, mit Gehirn und nicht mit dem Schwert. Okay. Genau, das bedeutet, wenn er Lügner wäre, wieso sollte er für diese Lüge, wo er sich selbst klein macht und einen anderen groß macht, sterben? Macht ja gar keinen Sinn. Ja. Er ist ja auch am Ende dafür gestorben, also. Okay. Ja. Hast du noch eine Frage oder so? Gerade nicht, aber du weißt wahrscheinlich mehr über den Christentum als die meisten meiner Freunde. Und halt, wenn ich irgendwas hab, dann kann ich ja zu dir kommen, oder? Genau, du kannst mir auch immer schreiben einfach. Ja, okay. Aber Ibn Aisha, es kann sein, dass du Nachrichten von Muslimen bekommst, die werden dir schreiben, Abu Belgrad, ein Scharlatan, er beleidigt Islam, er ist ein Heuchler, er ist ein Lügner. Ich weiß schon. Aber merk dir eine Sache. Du wirst vor Gott alleine stehen. Diese Leute stehen nicht für dich ein bei Gott. Wenn der Islam sich als falsch herausstellt und du im Islam geblieben bist, wieso? Weil die Leute dich damit reingezogen haben und dich angelogen haben über mich, dann stehen sie nicht vor Gott für dich, sondern du stehst selber vor Gott. Nur, dass du dir das merkst, okay? Ja, okay, aber Kann ich dir noch eine Sure mitgeben? Schreib dies mal bitte auf. Zum Thema an der Religion bereichern. Schreib dir mal bitte Sure 33. Warte, Sure 33. Vers 50 auf. Vers 50. Und lies das mal in Ruhe und lies auf Arabisch, mach eine Wortstudio, lies auf Deutsch und guck ganz genau, was der Hadith sagt. Ja, okay, Koranvers, Entschuldigung, nicht Hadith, Koran. Ja, ja. Aber was willst du damit halt sagen? Damit halt, falls ich lese, weil ich verstehe. Alles gut, Bruder, ich wollte jetzt nicht auf den Islam, weil mir wurde es verboten, an der Religion bereichern. Wie Paulus sich erwähnt hat in seiner Bibel und wie der Prophet des Islams sich in Sure 33, Vers 50 erwähnt hat und was er sich für Rechte selbst gegeben hat, das will ich dir sagen. Weil in Sure 33, Vers 50 hat er gesagt, alle Frauen auf dieser Erde gehören ihm. Alle. Wenn du verheiratet bist, wenn du den Tafsir liest, wenn du verheiratet bist, er zeigt auf deine Frau, deine Frau muss sie scheiden lassen und ihn nehmen. Und auf Arabisch steht nicht, auf Deutsch steht heiraten, auf Arabisch steht Geschlechtsverkehr. Also wenn er Geschlechtsverkehr mit ihm haben möchte. Du musst dann auf Arabisch ein Wortstudio machen und die Wörter ganz genau untersuchen, ja? Ja, okay. Ich schau dann mal nach, okay? Ja, ich wünsche dir was. Unterschied siehst und Paulus hat sich ja nichts selbst gegeben mit der Schrift. Genau, ja, okay. Also auch wenn du Fragen hast, wirklich mir gerne schreiben. Genau. Ja, okay. Warte. Eine allerletzte Frage, tut mir leid. Ja. Im Koran steht in der Sure 57 das Eisen
und hat es gesagt, wie das Eisen auf die Erde gekommen ist. Mhm. Könnt ihr irgendwie in der Bibel guck mal, wir haben vorislamische Quellen, oder? Genau, guck mal, wir haben sogar vorislamische Quellen, und zwar die Himmelsgöttin des Eisens und so weiter. Das gab es schon viel, viel früher. Auch Meteoriten sind damals vom Himmel gefallen und Meteoriten sind aus Eisen. Also das Wissen gab es schon lange vor dem Koran, dass Eisen vom Himmel kommt. Wie gesagt, wir hatten in der Mythologie die Himmelsgöttin des Eisens oder Eisengöttin des Himmels, so ungefähr heißt sie. Also man wusste schon damals, wie gesagt, Meteoriten fallen täglich runter. Ja, und damals war die Erde nicht so bebaut wie heute. Und man hat natürlich auch Eisen gefunden, das vom Himmel herabkam. Das ist ja völlig eine normale Beobachtung gewesen. Also diese Göttinnen gab es schon davor, die da erwähnt werden, dass das Eisen vom Himmel kommt. Das ist kein Wunder, mein Lieber. Ach so, ja, okay. Genau, aber selbst wenn der Koran Wunder hätte, liest die mal 5. Buch Mose 13 durch. Dort steht, dass selbst falsche Propheten, also Propheten vom Satan, prophezeien können und Wunder tun können. Nur mal so. Okay. Deswegen, selbst wenn, dann heißt das nichts. Die Bibel hat auch Wunder. Ja, okay. Genau, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ja? Ich so. Du bist sehr respektvoll, ja. Ciao. Ciao. So, ich tito eine Platte. Oder dieser Hadith, dass Allah als Mensch, ne, der ist das Sahih, das ist sogar von Ibn Taymiyyah auch korrigiert und so, und der hat gesagt, der ist authentisch. Die ersten Muslime, ja, die Sahaba, sie haben alle an die Kreuzigung geglaubt, sie haben an die Auferstehung geglaubt und sie haben an die Menschwerdung Gottes geglaubt. Das siehst du an den Hadithen. Mohammed haben sie 3 Tage liegen lassen, haben 3 Tage gewartet. Wenn sie an die Kreuzigung nicht geglaubt haben, warum haben sie ihn 3 Tage liegen gelassen? Warum? Und an die Auferstehung. Ja, laut Ibn Taymiyyah, Allah wurde Mensch, der hat Körperteile und. Ja, Mohammed, wir haben Hadith, wo Mohammed gesagt hat, es gab einen Propheten, der wurde von seinem Volk geschlagen und er sagte zu ihnen, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, wenn Jesus im Bau gehoben wurde, wie wurde dieser Prophet geschlagen? Schade, Mann. Einmal eine sachliche Debatte, ja, auf einem hohen Level. Und dann will ich mal sehen, was da auch übrig bleibt. Ja, auf jeden Fall. Also, also ich immer noch einen Muslim hoch. Ich glaube, der ist Muslim. Tito, wir holen dich nicht hoch, kannst noch mehr schreiben. Erwähnt seinen Namen nicht. Ach so, Entschuldigung, weil ich wollte sagen, wir sind keine Gruppe für anonyme Alkoholiker. Er soll lieber woanders hingehen. Entschuldige. Ja, alles gut, der sucht eh nicht nach der Wahrheit. Hallo? Ja, hallo. Wo ist du? Hallo? Ja, hallo. Ey, was war das denn ganz für Blödsinn, Alter? Was ist los mit dir, Mann? Bist du krank oder so? Bist du besoffen? Ober, was ist los mit dir, Alter? Du Rampelmann. Hallo? Okay, was ist dein Problem? Sag doch einfach, was ist dein Problem? Hättest du mal drinnen gelacht, egal. So. Hat die vielleicht noch einen Muslim Bock oder so? Weil du Müll gelabert hast, habe ich dich gehört. Hallo. Hallo? Hallo. Was geht? Ich wollte dir nur eine Frage stellen. Bist du Muslim? Bist du Christ? Ja, ich bin Christ.
Okay, ja. Und ich glaube, ich kann für viele Christen sprechen. Und zwar, ich bin, im Februar habe ich mich taufen lassen. Und ich sehe ganz viel Streit zwischen verschiedenen Konfessionen. Zum Beispiel Orthodoxen, Katholiken. Und ich würde dich gerne fragen, was ist deine Meinung zu den ganzen Konfessionen und was ist deine Meinung zu den Freikirchlern? Okay, gerne. Was bist du denn? Du bist katholisch, oder? Nein, ich bin katholisch getauft worden, aber habe mich dann nochmal in der Gemeinde taufen lassen. Also ich gehöre keiner Kirche an. Ja, okay, was meine Meinung ist, ich gehöre der Lehre an, also der Lehre, die von Anfang bis Ende verkündet wurde, der Lehre Christi. Ich bin orthodox, ich bin oriental-orthodox und ich sage halt, dass Freikirchler, ich sage nicht, dass sie nicht Christus erkannt haben müssten oder so. Ich sage halt trotzdem, dass die Kirche halt die Wahrheit ist und dass es nicht gut ist, sie abzulehnen. Aber ich sage nicht, dass jeder, der die Kirche ablehnt, direkt kein Christ ist. Ich habe auch meine Begründung, aber was ich hier nicht tue auf TikTok, ist drüber rumzuquatschen, wieso Freikirchler nicht 100% richtig sind, dass die Kirche falsch ist. Sondern ich möchte Leute erstmal zum Glauben an Christus bringen und dementsprechend rede ich nicht darüber. Aber wenn du mich persönlich fragst, ich sage, dass die oriental-orthodoxe Kirche die Fülle der Wahrheit Christus ist. Zu 100%. Okay, dann danke ich dir. Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir auch. Ja, ciao. Ja. Ist doch kein Angriff an die Freikirchler oder so, sondern er hat mich nach meiner Meinung gefragt. Ich bin orthodox, ich sage ihm die orthodoxe Sicht, ganz einfach. Leute, genau, ich beende jetzt den Stream, ne? Ich beende den Stream. Dankeschön, dass ihr da wart. Dankeschön für die Likes und so weiter und so fort. Da kommen schon die Endfollows, ist ja klar. Man wird halt gehatet dafür, dass man der Kirche folgt. Und dementsprechend, man kann machen, was man will für den Herrn. Man kann auch für Freikirchler einstehen. Man kann Bibelverse widerlegen, für die Freikirchler auch stehen. Aber wenn man halt für die Kirche ist, dann ist man halt für die, ich weiß nicht. Aber diese Leute brauche ich auch nicht in meiner Community, die die Kirche als Also Leute, als ich folge auch der Kirche. Könnt mir auch gerne entfolgen, wer was dagegen hat. Kein Problem. Wir folgen der Kirche. Wir haben damit gar kein Problem. Genau. Wir hetzen nicht gegen Freikirche oder Sonstiges, aber wer was dagegen hat, der kann uns gerne entfolgen. Wir brauchen euch nicht. Ihr seid eh keine Supporter oder Sonstiges. Wenn ihr was dagegen habt, wenn ihr einfach Freikirchler seid und das so seid, weil ihr es wollt, dann ist das okay. Ihr könnt gerne unsere Streams gucken. Hier werdet ihr lediglich lernen, weil ich denke, dass ich mehr Wissen besitze über die Bibel als die meisten Freikirchler. Und dementsprechend könnt ihr auch lernen und die Scheinargumente widerlegen. Aber wenn ihr das nicht wollt, sondern euch auf eure einzige Wahrheit beschränken tut und auf Fundament, obwohl ihr gar keine Argumente dafür habt, dann ist das gar kein Problem. Und ich wünsche jedem Gottes Segen. Ich mache den Stream aus. Danke, dass ihr da wart. Segen, mein lieber Bruder. Bis dann. Gott segne. See you.